Prost, liebe Ironbringer. Prost. Donaukanal-Graben, Leute. Und willkommen beim Biertaucher Podcast 258. Heute mit Anna, Horst, Hodor und Stefan. Gregor. Ja, so ist es. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von theconic.com, der Agentur für Online-Marketing aus Österreich von mir. Vielen Dank an dieser Stelle auch an unsere Flatterer und überhaupt alle, die uns an unsere Flatterer Hour of Code. Jo. Und Feedback geben. Und unseren Monatsflatterer, demnächst wieder. Es ist der 31. Mai 2016, auch wenn ich das auf Twitter nicht wahrhaben wollte und die Aufzeichnung für 1. Juni angekündigt habe. Shame over me. Good on me. Gut. Und vielen Dank ans Klebemonster für die vielen Geschenke. Hodor. Wie fleißig in Gebrauch sein. Ich schreibe dauernd mit Klebemonster-Bleistiften. Ich habe schon eine Tasche verschusselt, eine Podcast-Tasche. Oh, ich habe schon vor anderen Podcastern, Podcasterinnen damit angegeben. Und? Wie war die hat gesagt, gell, das ist toll, wenn man Geschenke kriegt von den Hörern. Die wissen, wie das ist. Es kam nicht so, also es war so. Die sind das gewohnt. Ja. Alte Podcaster. Ja. Teaser? Teaser. Worüber reden wir heute? Ich rede über Oktopod. Ich war am Donaukanal treiben. Ich auch. Und habt ihr euch nicht getroffen? No. In der Stimmung, da bleiben alle immer gleich. Mangels Biertaucher-Kalender, wo wir uns hätten koordinieren können. Gut, da hätte ich es aktiv vermeiden können. Gut, okay, ich habe ein Buch fast ausgelesen und über Homo sapiens und ich habe eine super Webseite entdeckt. Ja, darüber erzähle ich dann. Anna? Ja, ich war Radfahren mit Panne auf der Schnellstraße. und dann habe ich noch ein paar kleine Tipps zum sich anschauen. Nette kleine Webseite. Ich rede über Thermodrucker ein bisschen und über Sightseeing-Busse in Wien. Sehr schön. Termine? Oder das war's? Ja, wenn Sie das interessiert, bitte nachschauen auf biertaucher.at. Dort ist die Folge 258 verlinkt. Termine. Einen Termin haben wir auf der Liste. Ja. Das wird wahrscheinlich wieder mal knapp mit der Veröffentlichung. Weil wir keinen Biertaucher-Kalender haben. Weil wir haben einen, der den aber niemand pflegt. Am 3. Wir könnten auch früher veröffentlichen, die Folge. Ja. Heute Abend. Das könnte zum Beispiel jemand anderer die Shownotes machen, dann wäre sie pünktlicher. Jemand, der noch nie welche gemacht hat, zum Beispiel. Ich helfe dir auch, mit einer Peitsche. Aber nie stimmt. Okay. Ach, wir nehmen ja schon auf. Zweiter Versuch, Termine, Demonstration für Netzneutralität am 3. Juni 17.30 Uhr, Treffpunkt in der Mariahilfer Straße. Wir verlinken den genauen Treffpunkt in den Schutz. Von der AK-Vorrat ist, glaube ich, aufgerufen. Mhm. Ja. Gegen die Musikindustrie und die böse Mächte. Ich bin live dabei. Ich auch. Mhm. Und in Farbe. Wahrscheinlich. Am Freitag? Am Freitag, den 3. Juni um 17.30 Uhr. Gregor, das heißt, haben wir Nachziehtermine vom Bruno Kreisky Parkfestel vom Science Fiction? Naja, das läuft jetzt die ganze Woche durch. Also wenn man kann man jeden Tag hingehen. Spitze. Bis auf einen Tag. Da haben wir Feier. Lass uns mal einen Tag aus mittendrin. Ja? Ich glaube, am Montag oder am Sonntag, ich weiß nicht mehr ganz genau. Okay. Aber das macht ja nichts. Es lohnt sich ja trotzdem, dorthin zu spazieren und sich dann zu ärgern. Ach, heute läuft kein Film. Oder einfach Sci-Fi in Prag in Google einpacken und nachschauen. Echt gutes Gefühl.
Haben wir nicht ein Ruby Burgers und ein Podcast-Treffen noch zum Ankündigen? Das sind noch knapper. Ruby Burgers ist am Donnerstag. Da weiß ich den Ort nicht auswendig. Ruby in einem Steak-Lokal im zweiten Bezirk. Oder im Burger-Lokal im zweiten Bezirk. Ruby Burgers? Yep. Was ist das denn? Das Jahresende-Treffen vor der Sommerpause von Vienna Abi ist das. Also auf meetup.com Vienna Abi findet man den Termin und den Plan und den Link, den Anmeldelink. Und dann geht man Burger in einem Steak-Lokal essen? Dann geht man Burger in einem Burger-Lokal essen. Burger mit Steak. Und am Samstag ist, Dankeschön, das Podcasting-Meetup, das diesmal ein bisschen mehr ist, weil es den ganzen Tag dauert, heißt dann Unsubscribe. Nicht um sich anzusubscriben, sondern weil es eine Unconference darstellt. Das heißt, die Leute, die an der Konferenz teilnehmen, tragen auch mit dem Inhalt dazu bei. Es wird den ganzen Tag dauern, 10 bis 18 Uhr im Sektor 5, im 5. Bezirk in der Siebenbrunnengasse. 44. Großartig. Ja. Kommt jemand, Termine? Radfahren am Freitag? Ja, ist richtig. Radfahren am Freitag. Ah ja. Jeden Freitag, oder? Jetzt jeden Freitag bis September, soweit ich weiß. Jawohl. Treffpunkt immer am Heldenplatz. Oder? Immer am Heldenplatz, um 21 Uhr geht's los. Genau, also Treffpunkt ab 20 Uhr und Abfahrt ist um 21 Uhr am Heldenplatz. Und das nächste Mal ist ein bisschen eine längere Tour. Da geht es in den Süden über den Verteilerkreis Favoriten runter nach Favoriten. Könnt noch zu Favoriten dann bitte? Ja, nicht ganz so weit. Da bis zur wie heißt das da? Inzersdorf. Und auf das Südost dann geht ihr zurück? Das glaube ich nicht. Aber auf der Laxenburger Straße zurück. Das wird gar ganz lustig da hinauf. Da wird es sich wieder ein bisschen auseinanderziehen. Das letzte Mal waren wir über 2000 Leute. Das sagen zumindest die Veranstalter. Ich habe sie nicht gezählt. Aber es war lustig und man kann die Anna treffen. Ja, die kann man treffen, das weiß ich jetzt nicht. Ob die aber nicht zu fest, dann geht das Rad kaputt. Dennis, wolltest du nicht an deinem Burger weiter essen? Achso, dünner Kebab. Ja, die Anna kann man treffen. Ich war das letzte Mal zum ersten Mal dabei und hatte Spaß, trotz Fahrradpanne, aber dazu nachher mehr. Mhm. Ja. Was ist eine längere Runde? Weißt du, wie viele Kilometer? 25. Nein, das ist und letztes Mal war es plus 16 oder so. 15, um oder 15. Mhm. Okay. Und ein bisschen mehr bergauf, bergab als das letzte Mal. Ja, aber das letzte Mal war komplett flach. Eben. Oder? Termine fertig? Termine fertig. Termine fertig. Puh, jetzt sind wir im Fluss. Stefan, du hast doch das nerdigste Thema. Gibt das nerdigste Thema? Also, ich habe am Wochenende ordentlich programmiert, nachdem dieser Unsubscribe da stattfindet am Samstag und ich mich natürlich wieder Sprecher aufdringen wollte und schon ein paar Mal bei dem Podcasting-Meetup über das Jekyll und Octopod als Möglichkeit zur Publizierung von Podcasts gesprochen habe. Das ist ein Plugin für den, also das Octopod ist ein Plugin für den Static Site Generator Octopod, der ein paar Jahre nicht gewartet war und den ich wieder aufgegriffen habe und mittlerweile habe ich jetzt auch die Installation ein bisschen vereinfacht von dem Ding, das Zeug neu veröffentlicht, Dokumentation zusammengefasst und so weiter, hat auch jetzt seine eigene Webseite. Also jetzt kann man es auch testen und ruhig verwenden, sage ich mal. Wir verwenden es mit dem Hour of Code Podcast mittlerweile seit 6 Episoden und wir haben noch nicht allzu viele Leute damit vergrault, sagen wir so. Also es funktioniert, das Ding. Und es ist eben die Möglichkeit, ohne einen dynamischen Teil auf dem Server zu haben, also ohne Skriptsprache auf dem Server, Feeds und Webseite für einen Podcast zu veröffentlichen und dann Webplayer eingebunden zu haben und den Podlove-Subscribe-Button und eine ganze Menge anderes Zeug auch. Also es macht es einfach, einen Podcast zu abonnieren. Das ist Sinn und Zweck von der Aktion. Und das ist ein Thema, das relativ einfach auch selber verändert werden kann. Also es basiert auf Bootstrap und darauf aufbauend weiter auf Bootflap Flat, einem Add-on für Bootstrap.
Und an der Stelle möchte ich Grüße aussprechen an den Patex, der uns wahrscheinlich nicht hört, von dem ich den Code schamlos geklaut habe, aber er hat freundlicherweise mitgemacht. Also ich habe mit ihm Kontakt aufgenommen, ob ihm das eh recht ist, dass ich da weitermache. Und er hat gesagt, ja, kein Problem, und er freut sich drüber, wenn sich was tut, und jetzt tut sich was, und am Samstag wird es dann das erste Mal veröffentlicht im Zuge von dieser Unsubscribe, dass man das Ganze innerhalb von 3-4 Minuten auf seinem Rechner zum Laufen kriegen kann und wirklich damit was tun kann. Okay, also das Panel steht, ihr werdet es darüber vortragen. Das Panel steht seit... Wir nicht. Also er. Stefan trägt vor und ich mache es dann nach und beschwere mich, wenn es länger ist. Ich genau. Dauern. Okay. Oder so hätte ich das jetzt irgendwie vorgeschlagen, ja. Und dann pitche ich noch, wenn ich schon dabei bin, den Podcast von Patex. Der ist zwar in letzter Zeit nicht mehr aktualisiert worden, aber vielleicht gibt es trotzdem ein paar Leute, die ihn noch nicht gehört haben. Ist ein Podcast über Spiele, der mega magisch heißt. Der Url ist auch einfach zu merken, nämlich mega magisch, und das CH am Schluss ist durch einen Punkt abgedrängt. Also das ist einfach der URL. Mhm. Ja. Also danke an den Patex dafür, dass er so viel Zeit da investiert hat, und danke, dass er mich da weitermachen lässt an der ganzen Geschichte, und es macht viel Spaß. Ah ja, und alle können natürlich, alle Neu-Podcaster und auch alle Alt-Podcaster, die angezipft sind vom WordPress, können natürlich umstellen auf Octopus. Yeah! Jo! Ich habe zwei kleine Webseiten entdeckt, die ich kurz reden möchte. Und zwar eine, ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, da kann man Schiffe angucken, wie Schiffe herumfahren. Die URL müsste da stehen. Die heißt maritimetraffic.com. Okay. Marinetraffic.com. Und das ist sehr cool. Ich bin draufgekommen über eine Reportage über den Spiegel. Auf jeden Fall, jedes Schiff hat anscheinend so ein GPS-Signal, das ist größer, und du kannst dich da in Echtzeit praktisch herumsehen. Und wenn du auf ein Schiff draufklickst, kriegst du noch Bearing und Name und Speed vom Schiff. Aha. Und dann hat halt die Webseite diverse Funktionen. Du kannst zum Beispiel rauszoomen und dir dann so Schifffahrtsrouten auf einer Weltkarte einblenden lassen nach Häufigkeit, und dann siehst du halt so Striches, wie man sie als Kind in einem Atlas gemalt hat, so Striche, wo die Schiffe am meisten hin und her fahren. Mich fasziniert das endlos. Also ich finde das besser als jeden Bildschirmschoner. Okay. Schiffe gucken, ohne mich überhaupt zum Fenster. Aber keine Live-Bilder oder doch, so. Doch, es ist live. Also live schon, aber du hast also die Position ist live, kein Video-Streaming von den einzelnen Booten. Oder das so habe ich zumindest noch nicht entdeckt. Und es also live insofern, ich nehme an, diese Schiffe tun alle 5 Minuten ihre Position senken. Also du siehst nicht, wie sie sich bewegen. Und jetzt die Steigerung davon, habe ich erst gestern entdeckt durch Zufall, heißt flightradar24.com. Mhm. Und da kannst du Flugzeuge angucken, und da die relativ schnell fliegen und auch wirklich alle paar Sekunden ein Update senden, siehst du wirklich, die live sich bewegen. Also so ein bisschen ruckelig halt. Und kannst halt beliebig herein- und herauszoomen. Und ich war endgültig hin und weg, als ich aus dem Fenster geschaut habe. Also ich habe dort geschaut und habe gesehen, oh, da fliegt jetzt gerade vom Flughafen Wien etwas vorbei. Das müsste ich jetzt eigentlich sehen, das Flugzeug, wenn ich aus dem Fenster gucke. Habe aus dem Fenster geguckt, habe dieses Flugzeug gesehen, habe auf das Flugzeug geklickt und habe nicht nur einen kompletten Streifen gesehen, wo es hin ist, sondern auch seine komplette Fluginformation, wo es landen will, welche Flugnummer das ist, und noch ein Foto von genau diesem Flugzeug. Okay. Und ich war hin und weg. Ah, du hast den Augmented Reality Modus auch schon erkannt? Nein, noch nicht, aber ich finde, nachdem ich jetzt flightradar24.com gucken kann, brauche ich vielleicht, also wäre die Vorstellung, am fensterlosen Büro zu vegetieren, gar nicht mehr so schlimm. Also wer braucht noch Fenster und Echtwelt, wenn ich kann gottgleich von der ganzen Globus sehen, wo sich die Schiffe und die Flugzeuge bewegen. Fantastisch. Ich finde es super, weil ich habe nämlich eine Seite entdeckt, da kann man sehen, wie sich der Wind bewegt um die Welt rum und kann rein und raus zoomen. Das sollte mir korrelieren. Ja, ja. Super, wo tut jetzt ein Flugzeug in einer Wirbelsturm? Ich fand es total schön. Das hat eine wirklich wahnsinnig komische Adresse, und eigentlich ist das, glaube ich, entstanden von... ich weiß nicht was, Tokio oder so, also es gibt eine Weltkarte und es gibt eine Tokio-Karte oder so ähnlich. Das heißt, ich verlinke es, das heißt earthnullschool.net/ und dann ganz noch ganz viel. Auf jeden Fall finde ich das auch sehr schön. Und das ist aber Echtzeit, oder?
Die Seite erklärt nicht allzu viel. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, in welchen Zeitabständen es aktualisiert wird, aber Wie ist das dargestellt? Sind das so kleine Fähnchen? Naja, so Pfeilchen sind ja. so, die sich halt dann bewegen und die sind eher kürzer oder länger und ja, und die wuseln halt also rum. Ein Wirbelsturm, genau. Das ist, schaut schon ziemlich cool aus. Noch eine Seite. Ich brauche das alle drei als Desktop-Hintergrund. Okay. Ja. Tja, was habe ich noch entdeckt? Nerdiges habe ich sonst nicht. Flight OS, sagt jemand, der gar nicht weiß. Okay. Sehr wurscht, erstickt. Gleich ist er nicht mehr da. Was Nerdiges habe ich nicht, was bisschen kurz etwas Ergänzendes zum Politikthema von letzter Woche habe ich noch. Und zwar aber nur ganz klein, weil ich habe, mir war das gar nicht so klar, weil ich habe immer im Zusammenhang mit Hofer habe ich immer den Begriff NLP gehört oder öfter mal. Ja, und ich habe das, ich hatte es nur irgendwie so im Hinterkopf, NLP ist doch irgendwie so komische Pseudowissenschaft. Es gibt einen Artikel im Standard dazu und der dröselt so ein bisschen auf, was ist dran an NLP, was ist nicht dran an NLP. Der hat auch eine wahnsinnig lange Adresse, der heißt, mit NLP lässt sich fast alles erreichen, Erfolg, Liebe, Gesundheit. Was irgendwie, naja, egal, ich fand ihn auf jeden Fall interessant. Mhm. Also der klärt schon auf, was ist Pseudo, was nicht, was mag dem Hofer geholfen haben, was nicht. So, fand ich ganz schön. Man muss dazu sagen, dass gerade die FPÖ Hauptkunde ist über die letzten Jahrzehnte fast hinweg von NLP-Seminaren. Also sehr viele NLP-Trainer, das ist total beliebt in der Erwachsenenbildung, dass man NLP-Trainer ist. Und dann habt ihr zwei überhaupt ausreichend Ahnung, hier über NLP zu sprechen? Ich habe schon, ja. Das war klassische NLP-Methode. Also NLP ist eigentlich gar nicht so ein Schmarrn. Die Frage ist nur, wie seriös ist der Anbieter, der einem die Kurse gibt? Die Frage ist, was von dem, was da an Techniken vermittelt wird, irgendwas Besonderes ist oder ob sind das einfach nur ganz normale Gesprächstechniken? Oder was vermittelt man den Leuten, damit sie da was davon machen und was ist bloß Geldmacherei und so. Also wie gesagt, ich finde den Artikel ganz lesenswert. Ja, angenehm kritisch, ja. Also meine Freundin hat ein Buch dazu sich durchgelesen und da hat man solche Sachen gelernt, wie zum Beispiel, wie findet man heraus, ob jemand lügt oder nicht? Aber das sind doch wieder so Anweisungen, Patentrezepte, einfach das, genau das ist nämlich das Ärgerliche bei solchen Technikbüchern. Die erklären dann immer so Schritt-für-Schritt-Anleitungen, so schwarze Rhetorik, genau, und so viel ist daraus. Ja, aber sie erfolgt. Ja, super, weil die Sache, wie finde ich heraus, ob jemand lügt, wenn jemand in die Luft guckt, ob er jetzt nach rechts oben oder nach links oben guckt, das hängt aber davon ab, und das wissen die meisten Leute gar nicht, ob jemand rechtshirndominant oder linkshirndominant ist, ob rechts- oder linkshänder ist. Und das muss man dazu auch wissen. Und meistens wird in den NLP-Unterricht und in den NLP-Schulungen das nicht dazu gesagt. Und da heißt nur, die nach links schauen, die lügen, und die nach rechts schauen, lügen nicht oder andersrum. Also das ist halt wieder so eine Geschichte, wo man denkt, das ist schon ziemlich pseudo. Man muss erst herausfinden, welche dominante Seite. Ja, genau. Und das weißt du halt üblicherweise nicht einfach. Aber sowas fasziniert mich. Es gibt nicht umsonst eine ganze Fernsehserie, die um dieses Thema herum aufgebaut ist. Lie to Me mit Tim Roth in der Hauptrolle. Ich kann es nicht schauen, weil ich Krimi-Formate nicht mag. Aber es handelt halt über einen Typen, der wird halt immer so ein Fall gelöst, so im typisch amerikanischen Stil. Der Tim Roth ist der Hauptermittler und der kann super gut erkennen, ob jemand lügt oder nicht lügt. Und da wird halt in der Serie auch so gezeigt, was für Zeichen, woran sie es erkennen, ob jemand lügt oder nicht. Also das ist ein Thema, das weiß ich einfach nicht. Noch nie davon gehört. Ja, es ist ja... Lie to me. Lie to me. Gibt's die, wo gibt's die? Das ist eine gute Frage. Bei mir ist nämlich jetzt auch schon eine Zeit her, 3 oder 4 Jahre oder so, dass das nämlich ein WG-Kollege von mir geschaut hat. Würdest du sagen, der Mentalist passt da auch rein?
ich würde es jetzt gefühlmäßig auch in, vielleicht in diese Richtung gehen. Mhm. Ja. Wobei beim Dinge war es halt wirklich, Mentalist habe ich nicht so gut, nicht so oft gesehen. Und von dem Leitomir habe ich auch nicht viel, 2, 3 Folgen gesehen. Bei Leitomir war es noch so mehr noch so drauf gedrückt und so, da das ist, war das Zeichen, so hat sich der Liebner verraten. Naja. Aber wie gesagt, diese Patentrezepte schon wieder gesagt, das war nur eine Anmerkung, dass einfach dieses Zeichenlesen und diese Sachen, das ist einfach. Ja. Das beschäftigt ja, die Menschen. Nichtsdestotrotz ist es tatsächlich ja immer so, dass wenn du jemandem quasi sagst, ich gebe dir jetzt Werkzeuge an die Hand, damit du besser mit Leuten kommunizieren kannst, dann hat dieser Mensch schon mal so eine positive Einstellung, dass es sowieso besser funktioniert. Es ist halt die Frage, ob man dafür dann irgendwie hunderte bis tausende Euro von Geld verlangen darf oder ob das dann vielleicht moralisch nicht mehr ganz so gut ist, finde ich. Ja. Ich nehme an, das Phänomen Deppensteuer wird sich nicht ausrotten lassen. Und in dem Phänomen Deppensteuer? Ja, Deppensteuer. Es wird immer Leute geben, die für einen Blödsinn was zahlen und Leute damit mit der Blödheit von anderen Leuten Geschäfte machen. Allein wenn du die Grundannahme hernimmst, dass ich weiß, jetzt eine ganz tolle Kommunikationstechnik, die ist ganz wissenschaftlich, wird aber auf der Uni nicht gelehrt, sondern nur in teuren Seminaren, die ich dir verkaufe. Und die Leute, sehr gescheite Leute, zahlen extrem viel dafür, auch wenn sie einen Uni-Abschluss haben, damit sie dieses teure Seminar dann auch noch haben, damit sie dann anderen helfen können, besser zu kommunizieren und mehr Erfolg im Beruf haben, den sie trotzdem im Hochschulstudium nicht haben. Man muss da schon denken. Aber es gibt doch, das gibt doch, das heißt so. Okay. Wir sind heute, er merkt sich schon, wir sind im Podcast heute so Axt im Walde Laune oder so ein bisschen, oder? Heute haben wir keine Gefangenen irgendwie. Das ist gleich am Anfang so mit Kalender und zack, das ist schön konfrontativ. Ja, ist ja, gut, gut. Esoterik im Businessleben. Das wäre mal was. Ja, da gibt es genug. Gibt es genug. Letztens habe ich wieder mal einen Ohrwurm gehabt. Und zwar einen Ohrwurm, der wahrscheinlich nur für die Österreicher hier funktioniert, nämlich die Signation vom Schalldämpfer. Ja. Axel Korte, das war zwar eine regelmäßige Radiosendung, ich summe es besser nicht vor, wir verlinken es in den Shownotes. Sehr charakteristisch und bei so extrem charakteristischen Musikstücken, die sind ja meistens von irgendwo geklaut und so. Jetzt haben wir gedacht, dann, was ist es wohl an eigentlichem Stück? Ist das in der Jazznummer oder so weiter? Und dann habe ich danach gesucht, was es denn wirklich ist und bin gestolpert über den Komponisten Bert Breit, den ich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht kannte, ein österreichischer Komponist, der das als Signation für den Schalldämpfer komponiert hat auch wirklich. Mhm. Also das werden wir verlinken und reinhören, vielleicht wird es bei euch auch ein Ohrwurm. Das war, also für die Österreicher, die das im Radio gehört haben, das hat sich so richtig eingehämmert, diese Melodie. Das hat man, wenn man es dann einmal gehört hat, 3-4 Sekunden haben wir sofort wieder gewusst, ah, der Schalldämpfer fängt jetzt wieder an. Mhm. Und die Sendung ist halt leider unheimlich schade. Das waren super Kommentare vom Axel Korte. Ja. Ja, da gab es ein paar so Signations. Ein Trailer war für mich auch so eine, oder? Ja, Trailer ganz schön. Ich habe letztens eine Empfehlung bekommen, dass dieser Komponist, oder der dieses Trailer-Signation erstellt hat, ganz viele Stücke komponiert hat, ist mittlerweile gestorben, war, glaube ich, ein blinder Komponist. Und dass ich da unbedingt mal reinhören soll, weil er quasi so, bitte, ich dünnes Eis, ich gebe das nur wieder, wie es mir erzählt wurde, so als Proto-Ambient-Erfinder, also als Ambient-Erfinder quasi so ein bisschen gehandelt wird in dieser Richtung. Schwieriges, wie gesagt, aber soll hörenswert sein. Oder Panoptikum? Panoptikum, ja. Das wollte ich immer am Klavier nachspielen. Dum-dum-dum sollte eigentlich nicht so schwierig sein. Zumindest der Anfang. Das ist 7/8-Takt. Komisch, ich habe die ganze Zeit einen anderen Ohrwurm. 18/8, nein, 9. 7/4, sagt mir einer. 7/4? 7/4? Ich habe nämlich komischerweise auch derzeit einen Ohrwurm im Kopf. Mhm. Der ist mit einem 6/8 und 7/8 im Wechsel. Und das ist Golden Brown von The Stranglers. Okay. Muss ich nachhören, habe ich überhaupt nicht den. Ja, das ist ja, da muss ja dann danach gleich Musik hören. Mhm. Ja, und der direkt. Auch das in letzter Zeit haben wir ein bisschen auch Musik als Thema drin. Stimmt. Das ist gut. Und wer so richtig schön abgefahren viele Taktwechsel und so weiter haben möchte, von der Gruppe Tool Schism. Mhm.
Das müssen 5 Achtel, 6 Achtel, 7 Achtel, 11, 13 und alles mögliche durchmischen. Okay. Alles klar. Ich habe noch eine Webseite für den 13, 6, so. Den World Time Buddy. Was kann das? Wenn du bei einer Konferenz irgendwo mitmachen willst, in irgendeiner anderen Zeitzone und zu faul bist zum Umrechnen, schreibst einfach rein, welche Zeitzone und wann das stattfindet und du kriegst dann die Übersetzung, was das in deiner Zeitzone gerade ist. Das ist ganz praktisch, insbesondere Zeitzonen umrechnen, insbesondere ganz praktisch, weil die Sommerzeitumstellung nicht weltweit überall gleich ist. Und da bin ich schon ein paar Mal eingefahren. Das ist der World Time Buddy. Ja, manche Länder haben es gar nicht und die anderen haben was völlig anderes. Ja. Und Russland hat, glaube ich, die Winterzeit abgeschafft, oder warum war das? Die haben jetzt nur noch Sommerzeit. Das Russland? Die haben noch eh Zeitzonen, oder? Sie haben die Umstände das auch, ja. Ich glaube, Russland war das, ja. China lustiger als nicht, weil die eigentlich drei haben müssten. Zeitzonen. Nee, die haben alles eine einzelne. Ja. Also man gibt den Ort ein und kriegt automatisch die richtige Zeit. Boah, wir haben ja einen Fluss. Ja, ich hätte noch ein Nerd-Thema. Ich habe das Thema Thermodrucker. Ja, also, von Sommerzeit auf Thermodrucker. Ja, genau, richtig. Moment, finden wir was? Ja, es dreht sich. Ja, wurscht. Drehung. Einmal Sonne um die Erde. Nein, umgekehrt. Wir sind heute auch nicht gut mit Überleitungen. Das ist aber richtig. Ja, genau, richtig. Sprich zu uns, Dennis. Du hast einen Thermodrucker installiert. Ja, genau. Also erstmal, was ist ein Thermodrucker? Jeder kennt einen Tintenstrahler. Da wird ein DIN A4-Blatt eingelegt. Dann ist da eine Walze. Da wird das meistens ein bisschen rumgewälzt. Und dann kommt da ein Kopf und der geht über das Blatt Papier und hinterlässt dort Tinte. Laserdrucker ist auch schon eigentlich klar. DIN A4-Blatt wird eingelegt, geht über eine Trommel, es druckt Schwärze drauf und erhitzt sie und dadurch kommt die Farbe auf das Blatt Papier. Beim Thermodrucker kann man das eigentlich alles vergessen. Dort ist es nämlich andersherum, denn nicht der Drucker druckt auf das Papier, sondern wenn man es genau nimmt, das Papier bringt selber alles mit. Der Drucker sagt nur dem Papier sozusagen, dort soll es hin, indem es punktuell, glaube ich, erhitzt. Ja, könnte man auch schon sagen. Also auf jeden Fall. Wegrubbeln und da geht es wirklich um die Hitze, oder? Ja, da wird einfach nur an der Stelle punktuell erhitzt und die Tinte ist im Papier selber drin und dadurch wird es schwarz. Kann man selber wahrscheinlich ausprobieren mit so recht kleinen Rechnungszetteln, wenn es Thermopapier ist, ein bisschen Hitze drunter und es wird schwarz. Ich frage mich gerade, ob mein Thermodrucker ja doch. Aber ich kann jedes beliebige Papier wieder Feuer. Hitze habe ich gesagt. Entschuldigung, die Unterscheidung. Ich habe Hitze gesagt und extra nicht Feuer. Deswegen Einspruch abgelehnt. Aber mit über 200 Grad Hitze kannst du das auch bei jedem Papier machen. Ich glaube nicht, dass es nur schwarz wird. Ich glaube, es wird zerfallen. Wir wissen nämlich, Fahrenheit 451 ist der Flammpunkt vom Papier. Also Ray Bradbury. Genau. Nee, Wasser. In den Radler. Ja. Also nicht allzu starke Hitze. Aber dein praktischer Vorschlag war jetzt ein bisschen anwärmen, sozusagen bis es schwarze Punkte gibt, ohne es anzugucken. Ohne zu verbrennen. Ich würde jetzt gerne zündeln. Dennis, um das ein bisschen zu beschleunigen, du hast den Thermodrucker nicht mehr einfach installiert, sondern unter Linux installiert. Wie hast du das dann gemacht? Also es handelt sich dabei um einen Epson T20-2. Das ist ein ziemlich üblicher Drucker, was Geschäfte anbelangt. Der ist ziemlich verbreitet. Und ich habe das per USB an den Rechner angeschlossen. Und ja, die Treiber Coops bringt zwar was mit, aber das funktioniert nicht. Man muss bei Epson was herunterladen. Das bedeutet jetzt für die, die sich jetzt denken, cool, an einen Raspberry Pi anschließen, nein, das wird nichts, weil ARM-Treiber gibt es dafür nicht. Das läuft nur auf ARM D64 und X86ern. Also, ja, aber es läuft ziemlich problemlos. Es ist halt nur ein Binary Blob, also proprietäre Software. Okay. Was Freies habe ich leider noch nicht gefunden. Und das Ding ist wahnsinnig schnell und es
reißt automatisch ab. Das heißt, es hängt nur noch das Stück Papier an einem Zipfel. Und das Papier wechseln, Klappe auf, die alte Rolle rausnehmen, neue Rolle reinlegen, ein bisschen dran ziehen, Klappe zu. Wie Klopapier wechseln? Ja, genau, wie Klopapier wechseln. War ich jetzt der Einzige mit dieser Assoziation? Jetzt nicht mehr. Ja, danke. Danke, Horst. Danke, Horst. Und hier kommt meine nächste Geschäftsidee. Thermoklopapier und es ist warm. Ich weiß nicht, ob es farbiges Klopapier ist. Aber vielleicht gibt es braunes Thermopapier. Nein, bitte nicht. Das ist der schlimmste Podcast aller Zeiten. Wisst ihr, statt diesen Klopapier spenden, könnte man auch einen Thermodrucker tun. Und falls du immer ein Muster deiner Wahl auf dem Buch hast, statt du das was teuer kaufst. Ich brauche jetzt Alkohol. Ja. Ich habe ein halbes Bier Vorsprung. Der Thermodrucker ist auf jeden Fall schneller, als man selber an einer Klopapierrolle zieht und anschließend eine automatische Abrisskante, wohl definiert, man braucht nur noch ein bisschen dran drum zu zuppeln, zack, hat man die Rechnung. Auch. Ja. Ja, aber das, da ist es perforiert. Dieses, der Thermodrucker reißt es wirklich bis auf 3 mm. Der schneidet es durch. Da war ein kleines Messer drin. Ja. Und dann, das war's schon. Zusammenfassend, du hast es dann gebracht, unter Linux einen Thermodrucker zu installieren. Oh je, jetzt ist er kaputt. Oh oh. Okay. Günstig ist der Spaß. Wenn Sie nicht, diesen Thermodrucker live in Action sehen wollen, demnächst einfach in die Zypresse gehen und dort eine Rechnung verlangen. Anna. Ja, das, ich bin jetzt gerade ganz begeistert, weil man gerade gedacht hat, wie Thermodrucker installieren, das ist doch, also Drucker installieren ist doch Drucker installieren, aber offensichtlich dann nicht. Ja, das ist auch ein bisschen. Eigentlich richtig, ne? Und dabei ist das sogar ein Standard. Ich habe auf Wikipedia steht sogar drauf, wie dieses Druckerprotokoll ist. Also deswegen wundert es mich, dass ich so kompliziert machen musste und das Kups nichts fix und fertiges mitbringt. Ich habe keine Ahnung. Aber anscheinend ist nur die Sprache, die es spricht, standardisiert, nicht der Treiber. Also das Ansteuern des Druckers ist nochmal eine andere Sache als Kommunikation. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich bin fasziniert. Aber auch noch ein Linux-Thema, habe meinen Rechner aufgeräumt und bin darüber mal wieder über die Zone Color Themes gestolpert. Das war eine Sammlung von ganz hübschen Themen für einige grafische Desktop-Umgebungen, die ganz manierlich ausgeschaut haben. Also so 15 Themen und ein bisschen unüblich ausgeschaut haben. Also nicht so das Standard GTK. Wie heißen die? Zone Color, Z-O-N und dann Color. Für GTK oder? GTK auch, ja. Okay. Es geht für ein paar. Also XFCE geht, GTK geht. Die Mischung von Fenster, Balkenfarbe zu Button, Knopf. Es ist eine ganze Menge Zeug. Es ist immer auch passende Bildschirmhintergründe. Mhm. Es ist das, was du beschrieben hast mit dem. Es ist Farbschema dabei. Ja. Und was gibt es dann noch? Icons gehören noch dazu. Und Mauspointer-Thema und so gehört noch dazu. Und alles, was so Look and Feel. Und schön in sich abgestimmt. Ja. Die habe ich ein paar Jahre verwendet. Schwarz auf Schwarz? Na, das nicht, das aber sowas nicht. Wie Feuerrot auf Schwarz mit Orange-Touch. Weiß ich nicht mehr genau. Ah. Aber es waren alle möglichen. Also so Orange war auf jeden Fall auch was dabei. Benutzt du sowas? Ja, bei mir zum Teil ist es ein bisschen stromsparender, je nachdem, was für ein Monitor man hat. Also OLED. Ich finde Orange anstrengend. Orange auf Schwarz ist schick. Bingo. Ja, schick, ja. Ich habe alle meine Themen von der Liste durch. Ja. Jetzt schon. Wow. Ja, bloß Analog-Themen, ne? Ja, super. Deswegen. Nein, stimmt ja gar nicht. Ich habe ja noch was ganz anderes. Das ist ja schon Wochen alt, da muss ich den Link wieder raussuchen. Ich habe was völlig Schräges irgendwie gefunden. Das flog man wieder durch die Twitter-Timeline und zwar Brieftaubenfotografien. Da gibt es zwei verschiedene Sachen. Das sind extrem unterschiedliche Sachen. Nein,
Es ist einfach Brieftaubenfotografie. Man hat tatsächlich irgendwann, als man noch keine Drohnen oder Quadcopter oder Multicopter hatte, Tauben losgeschickt, um Sachen von oben zu fotografieren. So. Und dazu gibt es einen Wikipedia-Artikel. Und das ist eigentlich nur irgendwie so eine nette Kleinigkeit, aber ich finde es irgendwie ganz lustig. Und ich dachte, es ginge da gerade darum, eine Brieftaube zu fotografieren. Ja, und das ist nämlich genau die Geschichte. Und wenn man mich danach googelt, dann findet man Fotografen, die fotografieren Brieftauben. Das finde ich irgendwie völlig creepy, weil die werden von der Seite fotografiert und dann werden die Augen fotografiert, weil für die Züchter offensichtlich die Augen interessant sind, und das sind dann immer so, das schaut immer so, also schaut, ich weiß nicht, google ich danach, ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ja. Aber okay. Mittlerweile hat man ja einen Quadcopter und da kann man seine Brieftauben tackern. Ja. Also ich hatte tatsächlich versucht, aber nicht an die Rotorblätter. Ich hatte tatsächlich nach Bildern gesucht noch, also nach fortführendem Material außer diesem Wikipedia-Artikel, und bin ständig bei diesen komischen Brieftaubenfotografen gelandet und nicht bei Fotos, die von Brieftauben gemacht worden sind. Aber vielleicht hat jemand mehr Glück als ich. Die Brieftaube zu fotografieren als den Fotoapparat. Ja, es ist einfacher und macht tatsächlich mehr. Ja, aber Linger, es ist gewinnend, man will die Brieftaube sehen, man will auch ja, coole Flugfotos haben. Ja, aber so einen Vogel zu fotografieren, ich habe dieses wirklich? Wochenende einen Vogel beim Wegfliegen fotografiert, das ist schon interessant. Aber du bist aber nicht beim, okay, du flutest das Internet mit diesen Brieftauben. Nein, ich sag's nicht, ich weiß nicht. Ihr müsst euch das wirklich mal anschauen, die sind ja nicht im Flug. Die sind nicht im Flug fotografiert, sondern die steht da an der Seite und dann ist dann dieses Foto von dem Auge rein montiert in dieses Bild. Das ist aber schön, in Goldrahmen und dann zu Hause aufhängen. Aber naja, genau. Gut, ich bin kein Brieftaubenzüchterin. Ich habe eine Galerie gehabt, genau. Oben drüber die Brieftauben. Falls jemand Fotos findet, die von Brieftauben gemacht sind, dann würde mich das echt interessieren. Also wenn der Hörer da irgendwas auftreibt, das fände ich spannend. So. Zum Thema Fotos und Auge habe ich auch was. Ich habe mein Auge fotografieren lassen. Also meine Iris. Das war so ein, ja, war auf dem Vegetarierstand. Die haben das angeboten. Oh, ich habe es jetzt letztens Woche. Ich weiß nicht, keine von der erkennungsdienstlichen Behandlung. Also so nein. Nein. Haben Sie nicht gesagt. Das war nur Fotografie. Die waren auch nicht uniformiert, diese Typen, die da das angeboten haben. Nein. Die haben auch nicht meine Kontaktdaten bekommen. Und ja. Mhm. Nur die BH-Größe. Ja. Jedenfalls, es ist schon ziemlich interessant, wie so ein Auge eigentlich aussieht. Und was ich nicht wusste, ist, dass die blauen Augen einfach gar keine Pigmente haben. Und braune Augen, das sind Pigmente einfach. Das heißt also Pigmente auf der Linse. Aber warum sind die blauen Augen so schön? Ich wusste es nicht. Nochmal. Wie kriegen die blauen Augen dann ihre Farbe? Das sind die Fasern, die Muskelfasern. Ich glaube, ich muss das Bild mal einfach... Okay, verlinkst du das Bild? Bringst du mit. Ja, mein Bild nicht, aber ich kann Beispiele sicherlich aus dem Internet raussuchen. Das wäre cool. Ich habe gesagt, Auge eines anonymen Nicht-Bildtauchers. Anonymes Auge. Wie viel erkennen? Also sieht man da, dass es ein Auge ist, wenn man es nicht weiß, oder? Ist oh ja, so? Das Ding habe ich auf 30x30 cm ausdrucken lassen. Das ist nur die Iris, also alles... innerhalb des Weißen. Ja, und man kann das bis 60x60 ausdrucken lassen. Das ist dann gigantisch groß. Mhm. Und wenn du das in deinem Arbeitszimmer aufhängst, das Bild von deinem eigenen Auge, fühlst du dich dann beobachtet? Da bräuchte ich zwei Fotos von und eine Nase. Es ist schwarz drumherum. Also das, was bei mir weiß ist, ist dort schwarz herum. Das heißt also, man... sieht es nicht wirklich als Auge an. Dadurch ist es nicht so gruselig. Weißt du, wie das technisch gemacht worden ist? Also mit welchem Objektiv? Welches Objektiv? Also welches Objektiv das ist, weiß ich nicht. Aber es war ein ziemlich langes Makro-Tele-Objektiv, würde ich sagen. Und dahinter dran war einfach eine Sony Alpha.
Die hatten aber ein extra Gestell dafür, damit man nicht wackelt, und extra Licht. Und ich bin sehr lichtempfindlich. Für mich war das eine Qual, weil es richtig wehgetan hat. Sie haben dir ins Auto geleuchtet. Ja. Und das ist wirklich zu gut. Du musst es stillhalten dabei. Ja, ja, stillhalten dabei und dann auch noch da hinschauen, das Auge offen halten, ziemlich weit offen. Und dann wurde geblitzt. Und, also, ja, ganz kurz geblitzt und das war fürchterlich. Also für mich war das ein Schmerz, aber alle anderen anscheinend nicht. Oh, ich glaube, dass ich das selten auch nicht besonders angenehm finden würde. Es war aber kein Dauerlicht, sondern es war ein Blitz. Dann, es war ein Dauerlicht plus ein Blitz. Ach so, zum Einstellen. Ja, okay. Nicht nur das, sondern damit, damit die Pupille geschlossener ist. Weil je weniger Licht da ist, desto größer ist die Pupille. Ah, ja. Daran kann man ja auch Kontaktlinsenträger erkennen. Wie, die können die Pupille nicht kleiner? Ja, die haben größere. Die haben dann so große wie du. Ich hatte heute tagsüber Kontaktlinsen drin, da muss ich mir glatt einmal selber tief in die Augen schauen im Spiegel. Ja. Okay, das war mir nicht bewusst, dass sie dann größer sind. Also zum Teil, also bei meiner Freundin ist es ganz extrem, die hat dann riesige Pupillen. Das sieht aus, als hätte sie Drogen genommen. Dabei sind es die Kontaktlinsen. Also es kommt auch auf die Stärke drauf an. Ja. Ja. Okay. Und bei mir sind die immer ziemlich klein. Tja. Ich habe ein sehr dickes Buch zum Rezensieren, aber ihr habt sicher noch vorher Themen. Nein, mach mal das dicke Buch, oder? Dickes Buch? Okay. Kannst du mir nur einen Titel sagen, dass ich ihn nicht falsch daherblabber? Unbedingt. Nennt sich wohl Sapiens. Sapiens, ja. A Brief History of Humankind von Yuval Noah Harari. Und ich habe es auch da. Es ist Englisch, ein schöner Ziegelstein, selbst im Taschenbuchformat. Und muss sagen, wirklich, habe es sehr verschlungen. Also bin jetzt auf den letzten Seiten, hab nicht ganz eine Woche gebraucht. Und es ist echt sehr, dass man, ich will weiterlesen, und obwohl extrem sehr dicht ist. Also prinzipiell gesagt, so eine Geschichte von eigentlich eh allem, angefangen Menschheit halt, 100.000 Jahre halt, also die ersten Knochenfunde, die man hat, und jetzt dazu beschrieben, wann Ackerbau-Revolution kam, wann es die ersten, wann der letzten Eiszeit, wann Australien besiedelt wurde. Also sehr viele Fakten, aber trotzdem recht flüssig erzählt. Und endet dann halt mit einer Erklärung wie von Kapitalismus und Konsumerismus, also über so Gesellschaftsmodelle. Ja, sprang da extrem weiten Bogen und ist aber in sich sehr schlüssig. Und das Schöne ist, man hat ab und zu immer wieder das Gefühl, da schreibt jetzt einer, der erklärt Menschheit für Marsmännchen, also für jemanden, der absolut nichts davon versteht, was halt beim Lesen ein sehr lustiges Gefühl ist, weil bei der Hälfte der Punkte denkst du dir, nein, nicht, das weiß ich eigentlich eh. Und dann liest du ein bisschen weiter und denkst, ach so, kann man das auch sehen? Also nur eins dieser Aha-Erlebnisse hat zum Beispiel sehr schlüssig gemacht, fast überhaupt keinen Unterschied zwischen Religion und Ideologie wie Marxismus, Kapitalismus, Kommunismus, Faschismus oder größeren Religionssystemen. Das sind für ihn alles Sachen, dass man glaubt an Dinge, die es nicht wirklich gibt, also die nicht angreifbar sind. Virtuelle Gedankengebäude halt. Und erklärt halt, was da die Unterschiede im Tierreich sind, dass man da nicht feststellt, dass das kann. Und es ist drinnen, es kommt sogar ein Bezug zu Österreich vor und zum Thema Xenophobie und Faschismus, und zwar die Allianz for Future of Austria. Und ich habe da ein bisschen gebraucht, das war das BZÖ gemeint. Okay. Und halt auch der fremdenfeindlichen Bewegung. Mhm. Und ja, in manchen Ansichten sehr radikal. Also, und man kann sogar über Tierschutz recht viel rauslesen, und also Massentierhaltung und Age of Consumerismus. Und auch sehr, wie soll ich sagen, sehr relativierend, ist nicht bösartig, aber sagt es einfach so dahin, dass wir derzeit alle glauben, es gibt Menschenrechte und Sklaverei ist schlecht, ist halt aus der Sicht eines Historikers nicht schlüssig. Das ist halt eher eine zufällige Entwicklung, aber die meiste Zeit der Menschheit überhaupt Sklaverei gegeben. Insofern ist das keine Selbstverständlichkeit. Religionen und herrschenden Eliten alles immer sehr akzeptiert und so. Ja, ich werde versuchen, sogar noch ein bisschen ein Exzerpt zu schreiben und ein paar Punkte, ein paar Kernaussagen rauszutun, weil fast in jedem Kapitel eine andere ist. Aber für mich war es eine sehr schöne Kombination aus Dingen, die ich ein bisschen schon in anderen Büchern gelesen habe, zum Beispiel der West und der West, also warum sich das
europäische Wirtschafts- und Denkmodell durchgesetzt hat, nicht das asiatische jetzt zum Beispiel. Und auch andere, einige Kapitel sind wie eine Anleitung, wie man Revolution gründet oder so. Und immer halt auch geschrieben aus der Sicht eines Historikers. Mhm. Also warum Staaten immer sehr darauf achten, dass niemand jetzt den König kritisiert oder die gesellschaftliche Ordnung in Frage stellt. Weil er sagt halt, die ganze gesellschaftliche Ordnung, also dass größere Menschenverbände friedlich zusammenleben, ist halt eine soziologische Leistung. Die beruht darauf, dass alle die gemeinsamen Illusionen anhängen, dass wir jetzt in einem Königreich leben oder in einer Demokratie oder dass es Gesetze gibt. Und da das halt alles nur geistig ist und absolut nicht ererbt oder also genetisch vorgegeben, ist das halt auch sehr schnell änderbar und deshalb sind Staaten oder also eine Gesellschaftsform, speziell die herrschenden Eliten, sehr daran interessiert, dass das niemand in Frage stellt. Deshalb, also es wird ja aus einer Sicht des Historikers das sehr, sehr nett argumentiert. Okay, also er bringt sozusagen so seine Sicht der Dinge und manche Erklärungen, warum Gesellschaften funktionieren, ja, verpackt das aber in so eine, ich erkläre es für den wirklich für Marsmännchen. Genau. Ja. Okay, interessant zumindest. Also extrem viel drinnen, extrem viele Dinge von anderen Büchern, sehr flott, aber trotzdem sehr flüssig erklärt und sehr viel Stoff zum Nachdenken. Zum Teil ein bisschen gruselig, das schreibt er auch dann selber. Das wird jetzt dem Leser nicht so gefallen, man hat dann so ein bisschen dieses, das habe ich jetzt aber nicht gern gehört. Aber, ja. Wie ist das aufgebaut, nach Gesellschaftsformen oder nach Zeitlinien? Nein, das sind so mehrere Kapitel, grob nach Zeitlinien kann man sagen. Okay. Das ist ja wirklich ein Schinken. Es sind ab und zu so kleine, sehr, sehr einfache Tabellen und Diagramme drin, wo du wirklich denkst, naja, das hätte jetzt ein Volksschüler auch zusammengebracht. Aber es gibt alles sehr viel Sinn und es ist wirklich sehr flüssig zum Lesen. Also ich kann es sehr empfehlen und ich werde wahrscheinlich in der nächsten Sendung noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Weißt du, was ich bei so Geschichtssachen immer für persönliches Problem habe, ich weiß nie, ob mir da jemand irgendeinen Schmarrn erzählt oder ob er sich auf irgendwelche wissenschaftlichen Quellen bezieht, weil ich einfach in Geschichte ein dermaßen gnadenloses Unwissen habe, dass mir dann also, aber der sagen, hat sich auch gerade geschaut, Quellenanteil ist relativ groß. Viel an Quellen. Und er geht auch ein bisschen ein bei so Knochenfunden und so, was okay. Da halt die. Ja. So auch wie immer die Historiker dann halt sozusagen im Dienst der derzeit herrschenden Lehrmeinung sind. Ja, cool. Und also ein bisschen politisch-kritisch sozusagen wird das hin angestellt. Aber er ist überhaupt sehr kritisch auch mit Vorteilen, die derzeit, wie soll man sagen, nicht hinterfragtes Wissen sind. Also die gemeinsame Grundannahmen. Er zeigt halt, dass das, oder er warnt davor, dass das auch sehr schnell wieder weg sein kann, alle unsere Gewissheiten, die wir derzeit haben, was Zusammenleben betrifft und Demokratie und Menschenrechte, dass das sich sehr schnell wieder ändern kann. Klingt gut. Man könnte es auch als Animal Right Aktivist lesen, also er schreibt halt auch, warum gibt es in Neuseeland 17 Mal mehr Schafe als Menschen, ne? Und wer beherrscht da wen? Wer ist da genetisch fittere, die Schafe oder die Menschen? Das ist alles nicht so. Ja, das ist Moment mal. Genau, das war. Ich glaube, du bist nicht der Einzige, der das gerade gelesen hat. Das hat mir nämlich jetzt jemand anderes auch erzählt von sowas. Dass die Schafe. Ganz schlimme Manipulation, die du damit machst. Aber es sind mehrere so Killer-Argumente drinnen oder Killer, einfach Dinge zum Nachdenken. Ich werde versuchen, das ein bisschen schöner zusammenfassen. Ich kann es auf jeden Fall nur jetzt schon sehr empfehlen. Sapiens heißt, es ist so ein Fingerabdruck drauf und dann A Brief History of Humankind. Und natürlich oben der Sunday, kein Top 10 Bestseller und bla bla bla. Aber wirklich, und liest sich sehr flüssig, obwohl sehr, sehr schwere Aussagen eigentlich sind. Wie können die das schon auf das Buch drucken, wenn es noch gar nicht im Handel war? Das ist ja, ich kaufe immer die Taschenbuchausgabe, das ist Taschenbuch, obwohl es. Ach so, und ursprünglich war es nicht Taschenbuch. Und das Geschäftsmodell von denen ist ja so, dass du erst einmal diese großen und dann große, teure Ausgabe hast für Leute, die überhaupt nicht warten können und dann, wenn es sich dann gut verkauft, dann wissen sie auch. Ja, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch heraus ist, ich nehme aber schon an, weil er zitiert recht viel von 2014, also es müsste wahrscheinlich schon auf Deutsch. Übersetzt sein mittlerweile. Aber wahrscheinlich wie mit den meisten englischen Sachbüchern so, dass es sich eigentlich ganz gut liest, oder? Sonst ja, das finde ich auch sehr nett, dass die, ich weiß es nicht, also ich glaube, er ist Historiker, der das geschrieben hat, über sie, aber hat auf jeden Fall ein Talent für etwas flott zu erzählen. Also es ist jetzt nicht so, also wenn man ein bisschen Englisch kann, dann kann man es wahrscheinlich auch lesen, ne? Okay. Sogar manches erschreckend simpel.
so ein Kreislauf war, also Niedergang der Familie und sozialen Beziehungen in der Familie, weil halt der Staat diese Aufgaben übernimmt. Ne? Und das hat zu tun mit Kapitalismus. Also da ist ziemlich viel drin, da war so ein kleines Kreisdiagramm, also starke Familie, schwacher Staat und dann das Umgekehrte war halt, und Individualismus. Ne? Und wenn der Staat schwach ist, dann ist der mit dem Individualismus nicht weit her, weil du bist sozusagen in deiner Gruppe. Also du brichst sehr selten aus dem Familienverband. Speziell im Mittelalter jetzt deine Lebenserwartung sehr, sehr gesenkt, wenn du jetzt einfach weggerannt wärst. Und umgekehrt jetzt bei uns, aber das schreibt halt, dass das historisch ein extrem neues Phänomen ist, dass die Leute sagen, ja, ich kann mich nicht einmal um meine alten Eltern kümmern, die müssen in meinem Alter sein, weil es ist gut, ein Individuum zu sein und sozusagen, dass der Staat stark ist und das Individuum stark ist, aber die Familie reduziert wird auf wirklich engste Bindungen während der Kindheit und Kleinfamilie, dass das also nicht mehr ein Dorf ist. Aber so ein Aspekt heraus, ich meine, Individualismus mit der Familienbindung, ja. Ja, also dieses Age, er sieht das in größeren Abständen, das Age of Individualismus, will er sagen, ist etwas sehr Junges. Historisch gesehen nicht üblich. Also, ja, muss man lesen. Das ist nur als ein lesen Meinung bilden. Ja. Bei den Chinesen ist es meines Wissens immer noch so, dass das Individuum nichts zählt und nur die große Gruppe. Ja. Er geht ein bisschen darauf ein, dass zum Beispiel jetzt Rassismus nicht mehr, man darf nicht mehr offen rassistisch sein, das ist das, wo die BZÖ vorkommt, und auch die, sondern er sagt, das heißt jetzt Kulturalismus. Also man sagt ja, nordafrikanische oder asiatische Kulturen sind kulturell anders. Und das sagt halt, dass Biologen tun sich sehr relativ leicht damit, die Kernaussagen vom Rassismus zu widerlegen. Also sagen, ja, genetisch sind wir nicht sehr verschieden und so. Ja. Aber Historiker tun sich jetzt sehr schwer, den Kulturalismus zu widerlegen, weil es gibt verschiedene Kulturen. Es gibt ja auch Forscher, die dafür bezahlt werden. Aber seine Aussage ist halt, dass das, was die Rassisten sagen wollten, also die sind minderwertig, wird jetzt anders gesagt, aber die Kernaussage ist die gleiche. Das ist halt ein von den Sachen. Nehmen das mal jetzt drin, ja. So zur Kenntnis, ich kann so einen einzelnen Satz jetzt nicht sagen, weil ja, wie gesagt. Ich habe es jetzt nicht schön zusammengefasst, ich werde das. Wobei, es gab das ja eigentlich schon, wenn man es genau nimmt, Religionskriege, die früheren waren ja auch eher kulturell. Also das heißt, da sind zwei Kulturen aufeinander getroffen. Also zum Beispiel, nein. Nicht? Okay. 30-jähriger Krieg, was ist jetzt der Unterschied zwischen mir als Protestant und dir als Katholik? Und dann Steffen als Katholik. Ja gut, okay, das bin tatsächlich ich als Katholik? Keiner von euch wird Katholik sein, Ich verweigere die Aussage zu meiner Religion. Jetzt, sag mal, irgendwer hier ist Katholik, was ist da der Unterschied? Irgendwer dazu. Oder zum Atheist. Sicher ist das irgendein kultureller Unterschied. Ist hier überhaupt jemand Christ? Keine Aussage. Ein Christ. Darf ich jetzt hier kurz mal eine komische Zwischenfrage stellen? Ich als in einem sogenannten Altbayern aufgewachsen bin, ist gewöhnt, dass alle irgendwie katholisch sind. Ist in Österreich genauso. In Österreich, ja, fast alle. Also einfach also katholisch. Taufchen-Katholiken sind ja was anderes als Katholiken. Ja. Nee, das meinte ich ja, aber so getauft, katholisch getauft. Dann gibt es ja noch den anderen Teil von Bayern, die sich ja dagegen wehren, dass sie Bayern sind, obwohl sie jetzt auf dem Papier sind. Die sind dann alle evangelisch, die Franken. Das gibt es hier nicht. Das ist okay. Also es gibt kaum evangelische, teilweise evangelische. Es gibt kein vielleicht im Burgenland, aber Fleck, das ist wirklich evangelisch. Ich glaube, das unterschätzt, das sind gar nicht so wenig. Also ich immer mehr es gibt mehr Islambekenner in Das Israel auf jeden Fall, als evangelische. Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber es ist schon so, dass du wirst wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwie katholisch getauft als Kind und dann ist es dein Eck, wenn du nicht mehr willst, dass du dann irgendwie dich davon als Erwachsener distanzierst oder nicht. Das ist die übliche Entwicklung der Zeit. Okay, gut. Ja, ich wusste einfach nicht. Ja, katholisch geprägtes Land. Okay. Ich glaube, das kann man sagen, dass der Katholizismus war schon mal gesellschaftlich beherrschender. In Österreich meine ich. Also es war, hat mehr zu sagen gehabt und hat jetzt, sie ist eher hat weniger. Bei den nächsten Wahlen hat aber noch immer einiges. Weil es einfach auch eine ziemliche Wirtschaftsmacht dahinter steht. Ja. Also größter Grundbesitzer in Niederösterreich ist katholische Kirche zum Beispiel. Es gibt das Konkordat, also der Staat hat so eine Art Vertrag mit der katholischen Kirche, wo die katholische Kirche relativ viel rauskriegt, eigentlich staatliche Leistung der Kirchen, die Zahlung der Religionslehrer etc. Solche Sachen, Sehr viel Sonderrechte auch. Ja, das ist in Bayern schon,
so. Ich wusste jetzt einfach nur von meinen österreichischen Großeltern, die kamen aber von ziemlich an der tschechischen Grenze und da wusste ich halt, dass es sehr katholisch war, aber ob das jetzt überall so ist, das wusste ich nicht. Okay. Soll ich ein bisschen was erzählen, über was dann doch anders ist hier in Wien als in München? Das ist völlig irritierend irgendwie hier. Also ich muss jetzt über das Wetter reden, das hilft jetzt alles nicht. Wetter ist also anders in Wien als in München. Ich habe am Sonntag, glaube ich, getwittert, irgendwie 30 Grad im Schatten und niemand hält es für erwähnenswert. Es ist hier einfach ein anderes Klima, das ist der Hammer. Das ist, warum ist denn hier... Und heute haben sie alle irgendwie das Gesicht verzogen, weil da hat es einmal irgendwie 2 Regentropfen geregnet und die haben gedacht, was wollen sie denn? Es ist kurze Ärmelwetter hier, es ist doch sauschönes Wetter. Ja, bei Regen sind wir empfindlich. Ja, bei Regen ist der Wiener als solcher empfindlich. Also ich bin wirklich sehr irritiert davon, dass es normal ist im Mai, dass man da irgendwie so mit Ärmel los und dann also so richtig in ernst zu nehmenden Sommerklappen und rumlaufen kann. Das, ich habe jetzt allerdings... Ist es kälter, so gefühlt jetzt? Da länger ist der Sommer kürzer. Es ist regnerischer auf jeden Fall und dadurch auch tatsächlich länger nicht so richtig warm, also so, dass es zwar tagsüber vielleicht warm ist, aber abends wird es dann, sobald die Sonne weg ist, wird es echt richtig kalt, weil der Boden feucht ist, einfach von, es regnet da oft in der Nacht. Also so Wetter, wie ich jetzt hier die letzten Tage erlebt habe, kenne ich eher so aus dem Juli, August. Also theoretisch müssten wir in Wien mehr biergartenfähige Tage haben als in München. Auf jeden Fall, ich suche nochmal, vielleicht finde ich irgendwas, irgendeine Möglichkeit, wo ich das vergleiche. Im Internet gibt es ja alles, bestimmt da irgendwie eine Wetter-Klima-Vergleichsseite oder so. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es da hier in Wien deutlich mehr gibt. Ja, doch. Fand ich. Ich möchte mich jetzt aber überhaupt nicht beschweren, weil ich finde es einfach total toll. Es begeistert mich jetzt gerade richtig. Ja, jetzt der Sommer war diese warmen Tage waren schon ein Rausriss. Nicht zuletzt, wie wir am Donaukanal treiben waren. Du warst da auch am Post, oder? Ich war kurz, ja. Samstag? Oder welchen Tag warst denn du? Ich glaube Sonntag. Okay, dann haben wir es ja sowieso nicht überschnitten. Ich war zum ersten Mal, muss ich gestehen, und zu meiner Schande, weil es hat zum 10. Mal stattgefunden. Mhm. Also Wahnsinn, seit 10 Jahren gibt es Donaukanaltreiben. Moment, warst du jetzt überhaupt zum ersten Mal in langer Zeit am Donaukanal oder nur speziell am Donaukanaltreiben? Donaukanaltreiben meine ich jetzt, genau, richtig. Da war ich auch, war ja das. Das Musik ist ein Musik- und Kulturfestival, kann man sagen, und Partyfestival, weil Leute trinken Bier, es gibt Standeln, es gibt Essens. Und das geografisch, war das am Samstag anders? Ich habe so das Gefühl gehabt, das hat sich rein auf der ersten Bezirk, 9. Bezirksseite abgespielt, circa von Rossauerlände bis hinterm Flex. Genau. Also auf dieser richtig. Seite. Aber auf beiden Ufern eigentlich. Ja, am anderen Ufer ist immer was los beim Tel Aviv. Das ist Sonnenbeschienen. Das müssen wir ja vielleicht sagen. Da gibt es ja so 2 Ufer, also da, wo die Wohnung aus der U4 aussteigt, sozusagen. Auf dem Ufer bin ich zuerst einmal vom Schwedenplatz Richtung Rossauerlände runtergegangen. Und das ist eben die Flex-Seite, wie du gemeint hast. Flex, wie das nicht gesagt, das ist ein wieder Traditionsclub, gibt es schon seit 1001 Jahren. Das erste Techno-Heuriger. Ja, es ist. Techno-Heuriger. Ja, das ist aber auch erst mit der Zeit gekommen, oder? Weil früher, wenn ich mich erinnere, in Anfangszeiten vom Flex, bin nicht so im Sommer nicht so viel Outdoor-Programm. Also diese ganzen Bankeln und der Wüstelstand, das ist erst später gekommen. Aber wurscht, es sind cooler Outdoor-Parkplatz. Es sind Güter aufgebaut. Richtig. Und es war wahnsinnig viel los. Also das war schon mal erstaunt. Ich war ja zum ersten Mal dort, wie viel los ist. Und andererseits war ich aber positiv überrascht, dass es überhaupt nicht gestresst war. Also man hat schon gegeben, so wo die Tanzflächen waren, wo die großen Bühnen waren, dass man kurz mal eng geworden ist. Aber es hat dadurch, dass sich das so in die Länge gezogen hat, fand ich das auch so schön, dass es eine Überschneidung war, wie ich dieses Fest erlebt habe. Man konnte sich nämlich wirklich schön treiben lassen. Mhm. Und wenn man richtig dann so Richtung das Sauerländer runtergeschlendert ist, dann wird die Szenerie eigentlich immer grüner, immer weniger Beton, immer schön mehr Grasufer, aber immer noch so die Ausläufer der Festivalbesucher, die schon so eigenes Picknick mitgebracht haben, eigene Bierdosen, sich einfach ans Ufer setzen und dort abhängen. Und wenn man auf der anderen Seite dann zurückgeht, dann ist es dort auch, gibt ja auch diesen schönen Park. Genau, diesen schönen Park am Anfang der Sauerländer Höhe, oder? Rosensteinbahn. Genau, den meine ich.
Und hat mir auch spitzenmäßig gefallen. Ich kannte ja nicht auch diese andere Seite. Du hast mir da schon von ein, zweimal erzählt. Aber ich wusste nicht, dass das sich wirklich so viel Gastronomie mittlerweile... Hat sich sehr viel getan. Und auch, was du beschreibst, dieses Picknicken hat in den letzten Jahren extrem zugenommen. Also das nutzen jetzt die... Oft Leute, die das nutzen und die einfach da zwischen den Innenlokalen oder auf dieser einen nicht verbauten Wiese sitzen oder die Füße baumeln lassen. Und ihre Dosen. Und das fällt mir halt, habe ich ja beim ersten Mal in Berlin ja auch erzählt, wenn sich Leute so in den öffentlichen Raum reinhocken und ein bisschen Bier trinken, das gefällt mir immer. Es hat auch fliegende Bierhändler gegeben, es war also nicht nur offizieller Bierverkauf, das gefällt mir auch immer gut, wenn sich Wiener, wenn Wiener Bier Wienern verkaufen. Und hat mir eigentlich super gefallen. Das Ding ist halt, ich wollte Nino aus Wien sehen, aber hat leider nicht an dem Tag. Nino aus Wien war eine Band. Ja, also ist der Nino aus Wien. Genau. Nennt sich Nino aus Wien, ist der Nino aus Wien. Ist nicht so hundertprozentig immer mein Fall an Musik, aber ich kenne ihn, ich finde ihn nicht unsympathisch und dann hätte ich ihn mir gern angeschaut, war aber einfach halt nicht an dem Tag. Macht aber nichts. Ist dann später noch ein anderer Freund zugestoßen zu unserer Gruppe und dann haben wir sozusagen zwei große Runden. Also zwei Runden. Und das ist eigentlich ordentlich eh schon ein ordentlicher Latsch. Also da du bist auch beim Tel Aviv und beim Community Garden. Komplett richtig. Bis ich dann runter beim ganz unten ist ja dann, wenn man dann wieder wechselt. Schwedenplatz. Genau, beim Schwedenplatz, Strand am Hermann. Also warst du auch beim Badeschiff. Genau, richtig. Da hast du eine große Tour gemacht. Da habe ich ordentlich viel Mittag gemacht, genau. Kurz bin ich der Zuckerbäckerin über den Weg gelaufen, das war auch nett irgendwie. Und das war einfach super. Also ich muss sagen, ich war positiv, wie wir schon angesprochen haben, all diese Punkte, dass die Leute auch so mal nicht nur in den Lokalen, dass irgendwie auch in den Bühnen und dass sich auch zwischen den Bühnen was abgespielt hat. Also in einem, das hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen, da war irgendein irischer Chor, der sich unter eine Brücke gestellt hat und einfach dort mal ein Ständchen gebracht hat. Irgend so ein sehr magisches, es hat halb spontan, halb wirklicher Auftritt, so mäßig hat es irgendwie gewirkt, aber sehr sympathisch, irgendwie so eine Antifaschisten, irgendwie so All Nazis must die, so als End leicht bedenklich, aber es ist war ganz sympathisch zum Durchlatschen und hat mir gefallen. Also muss ich sagen, wirklich, wirklich toll. Und ich hoffe, ich werde das auch selbst öfters jetzt nutzen und mal in der Gegend einfach mich ans Ufer hocken. Einfach so. Genau. Jetzt sehen, dass es eine Lokale runter bis zu der Brücke, über die der O-Wagen fährt, deren Name ich nicht weiß. Die weiß ich auch, ziemlich weit flussabwärts. Sind Lokale, die sind dann nicht mehr so dicht. Aber es gibt jetzt eben dort auch das Alter. Früher war eigentlich beim Schwedenplatz ziemlich dann aus mit der Standbar Hermann. Jetzt auf der drüben Seite geht es weiter runter und sind dort auch noch Lokale. Aber die sind dann eher auf der zweiten Bezirksseite. Genau. Was man noch als letztes natürlich immer kulinarisch, weil fand ich auch super breit aufgestellt. Also erstens die Gastro auf der zweiten Seite natürlich, aber es gab sehr viel Burgerangebot, einen professionellen Hotdog-Stand, der nicht nur dieses Käsekreiner Hotdog, sondern diese amerikanischen, dänischen Hotdogs angeboten hat, einen Thai-Schrimps-Stand, der ausschließlich Schrimps in Thai-Zubereitungsarten angeboten hat. Einen belgischen Pommes-Stand? Ja, den habe ich auch gesehen, mit beeindruckend großen Pommes. Also sehr bunt und sehr abwechslungsreich. Es gab auch einen Ding, so von diesen Streetfood-Leuten war ein Wagen da, der Wraps verkauft hat in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Also gutes kulinarisches. Was du jetzt erzählst, sind nicht fixe, sondern die waren nur Standler. Aber auch die fixen werden langsam besser über die Jahre. Die umgekehrte Entwicklung zur Copacagrana, die langsam sicher verschwindet bis... teilweise versifft und dann teilweise abgebaut wird und verschwindet. Und es gibt, ich glaube, ein oder zwei teurere Lokale, die neu aufgebaut worden sind, aber es ist fast nichts los. Das ist an der Donau, an der neuen U1-Station Donauinsel, ne? Genau. Ja. Und da gab es lange Streitereien mit den Pächtern dort und das ist noch immer mit Prozessen, die da abgewickelt werden. Und da ist jetzt einiges planiert worden heuer. Letztes Jahr ist ein Lokal gebaut worden und heuer wieder ein Bereich planiert worden. Und damit macht man dort jetzt ein bisschen mehr öffentlichen Strand zurzeit, bis dann wieder was Neues gebaut wird. Bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, weil das war früher eigentlich auch recht nett. Da gab es auch so 15, 20 Lokale. So eigentlich so eine Wege-Sache. Genau. Was halt schön ist am Donaukanal, du hast dieses Ferienfeeling, also wenn du jetzt an einem Urlaubsort bist, wo es ja meistens so eine Promenade gibt, wo man dann Eis essen geht und einmal so eine Runde dreht, um zu sehen und gesehen zu werden. Das hat sich jetzt am Donaukanal eigentlich, zumindest am zweiten Bezirk Ufer, sobald es schön ist,
sehr etabliert. Irgendwie immer so ein bisschen das Gefühl, wenn in einen Kanal einsperrt, weil es so weit unten ist alles. Weiß nicht. Das fand ich netter bei der Copacabana, dass das offener war halt. Also ich habe es ja verpasst, dass eine Veranstaltung ist, weil irgendwie ist in Wien so viel, dass ich, also ich habe, komm jetzt mir das zur Aufgabe machen, so vor, ja? Hier doch einen Kalender zu führen und du wirst dann nehme es mir vor. Ja, weil das Bizarre ist ja, ich habe mir am Freitag dann irgendwie ein bisschen verfahren, ne? Kann man ja nachher noch kurz erzählen vom Radlfahren, aber ich bin fast da gewesen, wo es ihr jetzt gerade erzählt habt, okay. Weil ich habe jetzt sehr irritiert geschaut und freundlicherweise während Gregor und Horst, wenn ihr erzählt habt, hat mir der Dennis einen Plan gezeichnet, was da wo stattgefunden hat. Ich bin total begeistert. Danke, Dennis. Und ich bin mit meinem Radl eigentlich fast da gewesen, wo die Action war, aber eben nur fast und deswegen habe ich es nicht mitgekriegt. Ach, Mensch! Aber das war Freitagabend. War da Freitagabend schon was los? Mhm. Ich glaube, mehrere Tage. Ich bin mir nicht so, ich glaube schon, dass Freitag losgegangen ist, weil ich habe, glaube ich, nur schon verpasst gehabt, dass so Freitag, Samstag, Sonntag. Also ich bin. Es war sogar ziemlich gefährlich, wo wir weggefahren sind. Sind wir nämlich oben am Schwedenplatz entlangfahren am Quai. Und da sind relativ viele Leute auf der Leitschiene einfach und neben der Leitschiene gestanden, auf der ganzen Spur herein. Mhm. Und das waren alles Leute, die von dem Donau 3 herum waren. Ja. Drum, dort sind normalerweise keine Menschen und jubeln einem zu, wenn wir Radfahren. Das ist nicht normal. Ja, ich konnte das jetzt nicht zuordnen, wo die hingehören. Das war ziemlich viel los, richtig zwischen Schottenring und Schwedenplatz rüber. Also ich habe dann bloß auf meinen Umwegen und auf meinen Erfahrungen dann halt mitgekriegt, dass viele Menschen irgendwie so einfach spazieren gehen oder irgendwo am Kanal sitzen, Bier trinken. Fand das sehr nett. Ja, also es war auch wirklich nett. Also beeindruckend auch, wenn man immer aufs andere Ufer geschaut hat, das war wirklich teilweise bei diesen Abschnitten aufgefadelt, die Leute irgendwie nebeneinander, alle so direkt die Füße so Richtung Wasser hängen lassen, sitzend, war super. Und so wettertechnisch. Ein bisschen so, ja, genau. Also oder nur ein einzelner Typ mit einer Box, der gerade irgendwas auflegt oder so. Also es war irgendwie total hat offen gewirkt, das Ganze. Ja, und wettertechnisch war total schön. Und dann hat es irgendwann auch irgendwie zum schweren Regen angefangen zwischendurch. Aber hat irgendwie auch dazu gehört. Haben sich alle durch die. Ja, irgendwie schon. Das war dann nicht wirklich. Wir haben uns auch irgendwie mal so unter den Stand gestellt. War auch irgendwie gemeinschaftlich. Irgendwie steht man halt da, wartet, schaut ein bisschen irgendwie. Bier weiter und dann zieht man weiter. Und Fazit, du hattest genug zu sehen und zu essen sozusagen und zu hören. Also alles im Arm, ich kann da echt positiv überrascht werden. Da hinten auch das Wasser in nicht nur Wetterform, Stefan hat Überschwemmung. Eine Vase, ja. Eine Vase ist geflogen. Stefan ertränkt eine Vase. Heute ist er ist eingeschlafen und mit dem Kopf gegen die Pflanze gestoßen. Legt die Blumen hier trocken, weil. Wasser. Irgendwie nicht mitgebracht, deshalb kann ich es jetzt nicht sarkastisch beschreiben. Im Redefluss. Ich kriege mit, dass der Stefan sich ein bisschen geniert. Mach nichts. Können wir mit Blütenblättern nachhelfen. Für meine Verhältnisse ist das immer harmlos. Ich glaube, ich schaue das auch gut. Okay. Mensch. Gut. Ja. Ach so, Stefan, du musst jetzt hier... Ich bin noch in Arbeit hier. Du hast ja noch... was ist mit dem Matti vor, das doch ein schönes Thema? Ja, gerade heute reinbekommen von irgendeinem Feedreader, Linux-Magazin, glaube ich. Es gibt einen freien Nachbau von MadTV, ist auch auf GitHub. Und ich habe es geschafft, ihn unter GitHub, unter Linux zu starten. Und MadTV, muss man sagen, ist ein Spiel aus den 90ern, wo du so einen TV-Sender managst und musst die Sendungen aussuchen und Werbeblöcke reintun und gleichzeitig bist du in so einem Hochhaus und kannst dort diversen Unfug treiben und musst deine Frau bezirzen und das ist ein lustiges Spiel. Die Konkurrenz niederdrücken durch böse Anschläge und so. Ja, ist recht lustig. Ich kann mich erinnern, ich habe es irgendwann in den 90ern gespielt und dann auch habe auch irgendwie Freude gehabt, da so ein sehr seltsames TV-Programm zusammenzustellen. Halt. Und du siehst dann immer, wie viele Leute zuschauen. Also es gibt so eine Art verkehrten Fernseher, wo du aus dem Fernseher auf das Sofa guckst und dann siehst du halt, je nachdem, wie gut du das Programm designst, ist das Sofa voll oder leer. Aber ich muss zugeben, heute, wie ich es 5 Minuten angespielt habe,
hatte ich ein Déjà-vu, weil ich habe mich auch damals nicht sofort ausgekannt und ziemlich lang gebraucht und jetzt war es eben noch schlimmer. Haben Sie die Grafik so 1:1? Oder? Nein, die Grafik ist jetzt besser, es ist zwar nicht skaliert, noch nicht frei, aber es ist halt modernisiert und laut GitHub und Linux News haben sie auch sehr viel mehr Möglichkeiten reingemacht, also neue. Du hast mehr Möglichkeiten beim Programm, es gibt bessere, also die, du musst zielgruppenorientierte Fernsehprogramme anbieten und so, also es ist auch inhaltlich mehr drinnen. Wer sich für das Game interessiert, es gibt ja diesen Stay Forever Podcast, den man ganz alt, also ältere Spiele bespricht und die beschreiben sehr gut die Faszination dieses Spiels. Das ist doch ein ganz eigenes Konzept. Ja. Es war einer der lustigsten Wirtschaftssimulationen. Damals war es so eine Art, eine Zeit lang war. Es ist eine Mischung. Und was mich sehr nervt, du kannst die Zeit nicht anhalten, oder? Ich bin zu doof dazu, weil ich die Taste nicht gefunden habe. Das heißt, weil ich möchte mal in Ruhe da alles angucken und mich auskennen und na, da ist nichts. Die Zeit tickt und du weißt, ich muss meine Sendeplätze befüllen, aber ja. Und was ich so gesehen habe, also du kannst dann Studios mieten und dann Drehbuchautoren sagen, sie sollen Shows schreiben und die Shows dann halt senden. Ja. Mhm. Wen, der das freut und das Hobby macht, unbezahlt. Aha. Ja. Klingt, als würde man irgendwann total hektisch werden, wenn man das spielt. Ist das so? Ich glaube, sobald man es einmal gekneist hat, ist das Spiel nicht so hektisch. Okay. Man muss aber auch ganz realistisch am Aufzug warten, bis der Aufzug kommt und mal in einen anderen Stock. Es ist aber noch kein Ego-Shooter. Es ist kein Ego-Shooter, nein. Das, ja, ich meine jetzt so schnell wie ein Ego-Shooter. Es ist eine Art Wirtschaftssimulation. Also kein Quake. Nein. Das ist was ganz Eigenes. Wie gesagt, ich empfehle den Stay Forever Podcast, beschreiben sie es sehr gut. Und ich kann mich halt noch erinnern, damals, ich habe die Bilder gesehen in den Spielezeitschriften, wollte spielen, habe Leute gehört, die es gespielt haben, die waren alle begeistert davon, aber ich habe es irgendwie nie die richtige Plattform zur richtigen Zeit gehabt. Und jetzt irgendwann kannst du es auf jeden Linux super, dann weiß man mal auf meinen Xubuntu klopfen. Vielleicht, falls du ein Wiki findest, MetTV für Doofe, also wie man sich einarbeitet. Ich glaube, ich bräuchte das. Okay. Auf dem Pi. Das wäre interessant. Schön. Ich hätte noch ein Ausflugsthema. Ich habe es jetzt leider verpasst, das eine mit dem Donaukanal. Ich habe jetzt etwas, ich habe es selber nicht mitgemacht, ich habe es mir aber erzählen lassen, und zwar Sightseeing-Tours durch Wien. Das meine Eltern waren hier in Wien. Du hattest deine Eltern in Wien und sie auf eine Sightseeing-Tour geschickt. Oder? Sie wollten unbedingt, ja. Es gibt es auch in anderen Städten, wie zum Beispiel Hamburg, da. Und du redest jetzt von so Touristengruppen, die einem Fremdenführer mit Regenschirm hinterherlaufen? Nein, oder du redest von Sightseeing-Bussen. Das ist, okay. Das heißt also, es gibt da Haltestellen. Ja. Dort stehst du und steigst in den Bus ein und meistens sind Hop-on, Hop-off oder umgekehrt. Das heißt, du kannst jederzeit an einer aussteigen und später wieder dorthin kommen und wieder einsteigen und weiterfahren. Ich kenne das aus Dresden, Hamburg, da habe ich das schon genutzt. In Wien habe ich halt keinen Bedarf dafür, aber meine Eltern haben das mal gemacht. Und jetzt kommt es, ein ganz krasser Unterschied. Wien gegen Hamburg. Hamburg fand ich ganz gut, weil jetzt muss ich ein bisschen ausholen und von Hamburg erzählen. Da war dann eine Hamburger Frau, ein Madel, die dann richtig urig gesprochen hat, erzählt hat mit einer lustigen Aussprache. Und hier in Wien kommt es vom Band. Nicht einmal die Fremdenführer machen. Dann, das Band ist... Sie versuchen es zwar synchron mit dem Ort, wo man gerade ist, aber manchmal fängt es dann mittendrin erst an zu reden. Also da fehlen dann Teile und Glück. Ja, das ist das erste. Das Programm, Wien ist anders. Ja, genau. Dann das nächste. Wie kommt man zu diesen Dingern eigentlich hin hier in Wien? Das stellt sich als viel komplizierter heraus als in Hamburg. In Hamburg konntest du an jede dieser Bushaltestellen, die standen da und es stand und gab es über Hamburg verteilt über ziemlich viele, konntest du überall dann einsteigen und dir dann eine Karte ziehen und konntest eine Runde fahren. Ja. Hier in Wien ist es so, es gibt nur eine Station.
Das heißt, das ganze Hop-on, Hop-off ist ein Schmäh? Oder? Nein, das geht schon, aber es steht da nicht, halt, hier ist eine Haltestelle und du kannst dort auch nicht einsteigen, wenn du noch keine Karte hast. Also du musst zu einer zentralen Kartenstelle. Es gibt zwar mehrere, aber die sind so sehr, sehr, sehr wenig. Das ist ein Bürokratieerlebnis, dass man halt den Touristen genau. Also es stehen dann wohl Frauen, die das dann bewerben an der Oper. Dort kann man diese Karte. Dann aber zur Haltestelle, wenn du die Karte kaufst? Oder? Nee, diese Frauen verkaufen die Karten, die werden nicht im Bus verkauft. Und nur an der Oper kannst du dann einsteigen und anfahren. Nee, Quatsch. Du musst die an der Oper kaufen, kannst aber auch, musst nicht an der Oper einsteigen. Du kannst dann erstmal zum Westbahnhof fahren und dort diese Bushaltestelle suchen, wenn du sie überhaupt findest. Also ich finde das aber jetzt der mies. Konkrete Vorteil gegen ein Tagesticket mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist, dass du während du transportiert wirst, hast du halt einen Fremdenführer, der dir was erzählt. Ja, allerdings. Du kannst entscheiden, ob du dort aussteigst oder nicht. Ja, genau. Mhm. Nur gut, okay, ein Tagesticket ist es günstiger. Also ein Tagesticket kostet, glaube ich, 16 Euro und das Ding kostet weit über 20 Euro. Also dafür, dass es nur vom Band kommt, dann kannst du dir auch, dann könnte man sie auch einen Wien-Podcast. Du setzt dich in die U4 und an jeder Station wird gesagt, was kommt. Du musst nur halt immer angeben, ich bin jetzt gerade am Schwedenplatz, sag mir, was hier ist. Ich möchte einen Podcast mit Chapter Marks, die Geolocation sind. Genau, und das gibt es auch. Das gibt es ja, ja? Ja, es gibt Hörbücher für Wien. Für Wien. Habe ich mal was irgendwas gehört? Ich wollte nämlich jetzt gerade fragen, gibt es nicht irgendwie, also ich habe mal im Rahmen für Berlin. Von dem Uniseminar habe ich da habe ich mir so verschiedene Führungen als App irgendwie angeschaut und analysiert. Und sowas gibt es doch bestimmt für Wien auch, oder? Dass man sich irgendwo lädt und dann irgendwie so durch die Stadt spaziert. Ja, ich bringe mich auf Ideen. Sowas könnte ich auch mal machen. Für sowas Berlin gibt es auf jeden bestimmt. Fall. Ja, das gibt es für ganz viele Städte. Das müsste es ja für Wien eigentlich auch geben. Wien ist anders. Die sind aber oft, sehr, sehr schlecht, diese Apps. Also das waren aber, glaube ich, nur Audiodateien bei Berlin, was meine Freundin rausgesucht hat. Ja, es sind meistens nur Audiodateien und Fotos dazu. Mhm. Und meistens ist es auch ziemlich runtergeleiert oder von irgendwelchen Laien gesprochen. Oder, das weiß ich nicht. Aber ich habe jetzt, ich muss mal gucken. Schreib nieder und ich würde es aufnehmen. Willst du so eine App machen, Horst? Nein, ich will, dass sie wer von euch macht. Ich habe nur eine Idee, was ihr machen wollt. Ja. Meine Idee ist so super. Schreib mal dann gleich nach dem Kalender. Ja. Genau. Ich gebe zu, dass es geringere Priorität hat. Na gut, okay. Die Idee mit dem Podcast ist gestorben. Im Kalender. Man geht in Wien herum, als Tourist, und du hast eine App, und egal wo du bist, die ist Geolocation Aware, weiß, wo du bist, und du drückst auf einen Knopf, Biertauche mich, und dann kommt von der Biertaucherfolge, die sich um diesen Ort dreht, und verlinkt dann auf Wikipedia, falls du. Auf Wikipedia? Ja, wir verlinken sowieso. Was, ist der Biertaucher-Podcast schon auf Wikipedia? Wenn wir ordentliches. Sollte jemand machen, der nicht Alkohol. Ja, oder wir überhaupt. Weißt du, wenn wir ordentliches Crowdfunding auf die Beine stellen, dann bin ich dafür, dass wir das umsetzen. Ja, gern, ja. Ihr dürft uns alle spenden und anfangen. Ich würde mich auch als Sprecher melden. Ja. Ich würde sogar was. Ja, du hättest wenigstens so eine klare Aussprache, ne? eine deutsche. So eine dialektfreie. Und dann die Steigerung ist die Biertaucher-Warnung. Ja? Also egal, bei welcher U-Bahn-Station du bist, kannst du unser Original-Genörgel anhören, warum man hier garantiert nicht glücklich wird und was da alles schlecht ist. Hier bin ich einmal beleidigt worden, da war der Kaffee schlecht. Und das ist überhaupt das mieseste Bild. Hier am Donaukanal bin ich Drogen dann begegnet. Bist du das echte, richtige Wien-Feeling, so alles Arsch, aber hier besonders speziell. Ja, genau. Ja, aber es gäbe so eine App für irgendeinen Podcast über irgendeine Stadt. Ich würde die echt benutzen. Wir könnten das ja Cross-Podcasting machen. Ne? Das sind alle Cross-Podcasting nicht nur taggen und beshownoten, sondern auch noch Geolocation, worüber sie jetzt reden. Ja, das ist nur, wie gesagt, dann muss uns halt jemand zahlen dafür. Wenn man das mit dem Geld erwerbt, dafür ist dann keine Zeit mehr. Das ist so, ne? Ich würde das Aufnehmen ist eine Folge. Ich bringe raus um, weiß ich nicht, 10 Cent und dann geht das also schon. Also sagen wir mal so, bei der App würde ich Geld sparen und das Ganze über eine Webseite machen. Über eine Webseite. Das heißt also, du gehst auf eine Seite einfach und damit hat sich die Sache und kannst dann überhören. Und ich bewege mich nie mehr aus meinem Zimmer raus, weil ich mich immer selber was meinst du? Oh Gott, nein, ich darf diese App niemals rausbringen. Sollen wir noch weitere Leute einladen, die auch noch gleich reiten?
zeitig reden? Ja, genau. Möchtest du nicht auch was sagen? Nee? Ja, der nicht da schüttelt den Kopf. Der Gast spricht nicht. Welcher Gast? Welcher Gast? Welcher Gast? Ich empfehle eine Rundfahrt mit der Lilliputmann. Das ist nur so. Gibt es niemanden, der labert, gibt es keine sinnlosen Sehenswürdigkeiten, sondern man kann einfach bequem drinnen sitzen und sich entweder mit Dieselgestank oder mit Dampfgestank zu nehmen lassen. Hinterm Planetarium im Wurstelbrater. Und fahr dich vor bis zum Stadionbad. Ja, und der Chef wird demnächst der Chef von Team Stronach. Es ist ein Tagespresseartikel gewesen. Soll ich nachfragen oder besser nicht? Naja, die ÖBB hat als Bundeskanzler, nein, jetzt haben wir was verwechselt. SPD. SPÖ. Bundeskanzler, ne, von der SPÖ, das war ein Tagespresseartikel, das Tim Strohlach-Chef, wollen auch einen Barmanager, okay. Aber genau, den Lilliputmann-Chef. Ja, verstehe. Versteht man nur als Wiener. Auf den Tagespresseartikel. Machen wir das. Wir zwei. Vor allem ich, die nicht weiß, was das für Artikel war, aber egal. Stefan, sollen wir seriös werden? Sollen wir erzählen, dass wir Sport gemacht haben, diesen Radfahrsport? Selbstverständlich. Ja. Ja, wir waren Radeln, ne? Wir haben uns getroffen am Heldenplatz. Getroffen haben wir uns nicht am Heldenplatz. Wir haben uns nur getroffen. Wir uns im Sinne von 2000 Menschen. Ach so, nicht einander, sondern nur uns. Ja. Ihr habt euch nicht getroffen dort. Wir hatten uns nicht konkret verabredet und so. Bis mir eingefallen ist, dass ich den Stefan vielleicht mal antwittern könnte, aber war der Stefan schon radelnderweise unterwegs und hat kein Twitter mehr gelesen. Also nein, aber es war der Treffpunkt, der allgemeine Treffpunkt war am Heldenplatz. Aber ich war sehr dezent gekleidet mit Biertaucher-Pulli. Ja. Daher wurde Biertaucher-Pulli? Ja, dann Biertaucher-Pulli, ja. Achso, den hattest du gemacht. Genau. Und deswegen habe ich ihn dann nämlich trotzdem gesehen. Genau. Ja, ja, was soll ich sagen? Ich kenne ja von München nur die Blade Knight. Und die Blade Knight, die ist aus dem Zeitalter, als Inlineskates noch Rollerblades hießen, irgendwie deswegen Blade Knight. Und die ist ganz anders. Und da fahren tatsächlich nur Inlineskater damit. Und die dürfen keine Radfahrer mit haben? Ja, die könnten ja... Natürlich, es ist nicht verboten, es ist nur, also das ist jetzt nicht von irgendeiner, hier in Wien ist es ja von den Grünen, das ist von der Partei organisiert. Und in München, das waren irgendwie ein paar Privatleute, die das ins Leben gerufen haben. Und das ist halt zu einer Riesenveranstaltung gewachsen. Und da dürfte man wohl schon als Radlfahrer mitfahren. Es ist allerdings so, dass ich schätze mal so pro Veranstaltung 10.000 Inlineskater sind, die am Block fahren, also so wirklich so ein Riesenblock. Da ist es mit Radlfahren einfach irgendwie schlecht. Und deswegen fand ich das super schön, dass hier in Wien, dass man da einfach mit dem Radl auch mitfahren kann, weil ich hatte mal Inlineskates, aber das hat mich nie begeistert. Also ich hatte mir irgendwann habe ich es dann auf dem Flohmarkt verkauft, weil das war so. Aber waren schon Inlineskater. Es waren Inlineskater. Ja. Aber die Mehrzahl sind Radfahrer. Mehrzahl Fahrradfahrer. Und was mich ja total fertig gemacht hat, einfach psychisch fertig, es waren halt Jogger und die sind halt die waren halt genauso schnell unterwegs wie mit meinem Rad. Sie haben mich dann überholt. Naja, ich habe mich nicht überholen lassen. Relativ kleine Kinder mit Tretrollern, die auch mitgefahren sind. Die haben es durchgehalten. Ja. Die waren aber auch schnell unterwegs und ich habe dann irgendwie Mutter und Sohn offenbar mit Tretrollern gesehen. Also die hatten ein Tempo drauf und dann immer so brrrr, weil die sind ja saulaut. Die Schienen und so. Mit Tretrollern. Aber die Jogger, aber es waren da zwei Frauen vor allem, die haben mir, wo man gedacht hat, also die eine war mit den Inlineskates, die hat den langärmlichen so einen Strickpullover an und so ein Palettenhandtäschchen an und die ist ganz vorne mit dabei gewesen. Und dann eine im schwarzen Minikleid, die gejoggt ist und die hat nicht ausgeschaut, als wäre sie irgendwie aus der Puste oder so. Also echt Wahnsinn. Gut, die hat dann schon immer, das sind immer so, also das kenne ich jetzt von der Münchner Blätten halt auch nicht, das ist in Wien ja so, dass der Autofahrer als solcher ja immer noch mehr Rechte hat als alle anderen auf der Straße und deswegen wird für die Autofahrer angehalten. In München ist es nicht so.
Münchner Blätenheit, da ist, da hast du halt einfach Pech gehabt, wenn du mit dem Auto gerade zufällig drauf bist. Da fahren die halt einfach und dann stehst du mal eine Viertelstunde, 20 Minuten so. Und hier in Wien ist es schon so, dass dann gelegentlich für Autofahrer angehalten wird und dann sammeln sich die ganze Truppe, die sich da nicht so wegen den Autofahrern hat. Ja, zum Teil schon, weil das waren Straßen, wo einfach viele Autos unterwegs waren. Ja, das hatte damit zu tun, damit die nicht so entzerrt waren. Entzerren. Weil es sind nur begrenzt viele Polizisten mit dabei. Ja, das mag sein. Also ich fand es aber trotzdem, ich find's einfach schön, wie das organisiert ist und dass da so viele verschiedene Leute einfach am Mitnehmen machen können. Am Freitag bin ich auch wieder dabei. Ja, genau. Und dann hatte ich ja, wie gesagt, eine Panne. Und zwar nicht einfach irgendwo, sondern ich weiß jetzt nicht, also ich weiß jetzt nicht mehr, wo, wie die Straße hieß, aber es war eine Schnellstraße und die wurde halt extra gesperrt für die ganze Truppe und mir ist die Kette aus dem Zahnrad gesprungen und hatte sich dann auch noch verhakt im Zahnrad, sodass ich sie nicht einfach wieder einfädeln konnte. Ich stand dann blöd auf der Schnellstraße und hinter mir irgendwie die Ordner irgendwie, steig auf, und mir gedacht habe, ja, Leute, glaubt jetzt ihr, dass ich absichtlich da nicht fahre, als ich, aber ja, ich konnte dann nicht aufsteigen und musste dann die Böschung irgendwie hoch mit meinem Radl über der Schulter und Zeug und dann musste ich irgendwelche Abkürzungen nehmen, wo ich dann am Donaukanal eben vorbeikam und irgendwie habe ich es dann doch wieder zum Heldenplatz geschafft und kam dann wieder an, ne? Und fand dann auch Stefan und Begleitung wieder, die nicht aufs Foto mit wollte, weil sie sagt, sie wird nie fotografiert, sie fotografiert immer noch. Ja, ich fand es aber irgendwie, ich hatte in dem Moment, wo ich da so stand und mit meiner Fahrradkette gekämpft habe und hinter mir die ganze Truppe, und da waren ja Autos, die auf der Schnellstraße wieder schnell fahren wollten, ne? Und so hinten so ein paar hundert Autos im Nacken und dann nicht weiterkommen mit deinem Radl und dann blären dich alle an, ja, steig auf, fahr. Ich habe mir in dem Moment gedacht, so, wieso kommen die Leute auf die Idee, dass die mir zurufen, dass ich weiterfahren soll? Weil eigentlich müssen die doch verstehen, dass wenn ich fahren könnte, dass ich das tun würde. Also ich habe das irgendwie nicht ganz verstanden. Ist es der Stress? Weil ich mir dann noch so überlegt habe im Nachhinein, ja, gibt es wirklich so viele Leute, die irgendwie deppert auf Straßen irgendwie komisch rumstehen? Vielleicht ist es so dieses Grundmisstrauen der anderen Verkehrsteilnehmer gegenüber. Nein, es geht darum, du hast einfach den Druck hinten von ein paar hundert Autos auf der Schnellstraße, die dort eigentlich fahren wollten und die uns auch beim Auffahren auf die Schnellstraße freundlich begrüßt haben mit Worten wie "Dich schießt an den Grünen". Also das war mir schon klar, nee, das waren aber die Ordner und das waren die Polizei und sie haben ja recht gehabt, das war ja scheiße, ich musste ja irgendwie von dieser Straße runter, das ist schon klar. Nur habe ich mir im Nachhinein gedacht, eben, dass deren erste Überlegung war, dass ich nicht fahren will. Und dann haben wir gedacht, ja, passiert sowas so häufig, dass irgendwie Leute dumm auf Straßen rumstehen und einfach nicht weiterfahren? Weil vielleicht gibt es ja sowas. Weiß nicht. Sind einfach deppert. Die Vorläufer oder war das einfach nur der Stress? Freitag hat geheißen RAF, Radfahren am Freitag. Da war ich damals dabei, war in den 90ern und da haben wir schon ein paar Videoaktionen gemacht. Es fahren absichtlich den Verkehr behindert. Es fahren auch jetzt relativ viel am Gehsteig, was nicht erlaubt ist. Es fahren viele Fahrradfahrer am Gehsteig, was nicht erlaubt ist. Ach, dann haben die dann... Eigentlich um einen Machtkampf, wen gehört der öffentliche Raum, ne? Mich hat es gewundert, weil man dachte... Aber die Wiener waren damals schon arsch, wie wir damals, also die Autofahrer waren damals schon arsch, wie wir damit angefangen haben. Ja, auf der anderen Seite denke ich mal, jemand, der einfach die, also von den Organisatoren, von denen die halt irgendwie die Strecke, da die Ordner, die dann immer rumfahren und gucken, ob irgendwie alles in Ordnung ist, die haben ja gedacht, die wollen mir ja nichts Böses, die haben ja sicher nicht irgendwie einen Arm blärt, weil sie irgendwas gegen mich haben. Ich habe mit einem Ordner länger geredet, der gesagt, sie haben ziemliche Probleme mit Angsoffenen einfach. Sie haben auch versucht, einen heimzuschicken, der sich nicht heimschicken hat lassen. Okay. Und der dann auch auf den Schienen gefahren ist, was auch nicht gestartet ist, weil der Tross soll überall auf der Fahrbahn bleiben und nicht auf den, auf den Spuren, wo die Straßenbahnschienen sind. Und der hat sich aber nicht davon abbringen lassen. Er hat gesagt, sie haben ja nicht wirklich die Zeit, da viel zu tun, weil der Tross eben voranfährt. Mhm. Nicht? Und mit den Skates sind sie auch nicht so schnell. Tendenziell, wenn sie vor- und zurückfahren und kontrollieren wollen. Also es ist nicht so einfach für die. Aber dann erschließt sich mir das schon langsam, dass die einfach dachten, dass ich halt nicht fahren will und nicht, dass ich nicht fahren kann. Naja, okay, gut. Ja, war trotzdem schön. Und ich bin total glücklich, dass ich trotz völliger Abwesenheit von Orientierungssinn dann doch irgendwie wieder ankommen bin.
Ja, man konnte zum Teil, was ich ganz nett fand, ist vorher so ein Lautsprecherwagen voraus, so mit Musik, mhm, genau. Und zum Teil konnte ich den dann hören. Das heißt, ich wusste noch, in welche Himmelsrichtung ich muss. Und ja. Also dir hat es gefallen? Mir hat es gefallen, aber ich fahre ja sowieso irgendwie gern Radl. Und mir hat es auch sehr gefallen, beziehungsweise mich hat es auch verblüfft, dass wenn man auf Straßen gefahren ist, die für Autofahrer da sind, dass die einfach so glatt sind. Da hast du keine Schlaglöcher. Und also das ist einfach angenehmes Fahren. Ja, alles für die Autofahrer. Im Vergleich zu Radlwegen, wo es echt manchmal ein bisschen hoppelt. Also du hoppelst schon oft vor sich hin. Fand ich das schon ein sehr schönes Fahren zum Teil. So auf so gut geteerten Straßen. Ja. Die Autofahrer hat es die Republik, ja. Ja. Ja, das haben wir dann auch gedacht. Also es war, mir fällt so nicht auf, weil Radlwege sind, glaube ich, überall so mit da Schlagloch und da Gullideckel und da irgendwie so. Aber das war dieser Kontrast zwischen erst auf diesen Straßen fahren, irgendwie 2 Stunden auf diesen schönen glatten Straßen und dann wieder auf dem Radweg heimfahren. Das war schon, ups, okay, ja, jetzt. Das sagen ja auch Teilnehmer von anderen Städten bei so Äquivalentveranstaltungen wie diese Blade-Net, die sagen, das ist so schön, dass du damals so einen Autobahnring oder halt so eine größere Straße für dich als Rollerskater oder für dich als Nicht-Autofahrer hast. Und dann fangst du erst an zu denken, ja Moment, das könnte ja auch öfter so sein. Ne? Aber es ist derzeit noch die Ausnahme. Also wenn du, ja, ist ein anderes Verkehrspolitik. Man muss jetzt trotzdem nochmal einen Vergleich zu München ziehen, weil in München, wie soll ich sagen, in München, die Fahrradfahrer in München, die nehmen sich ihren öffentlichen Raum, die nehmen sich ihre Straßen und so. Die Fahrradfahrer in München, die fahren zum Teil auf eine Art, wo ich sage, okay, das ist wie die Autofahrer in Wien, also zum Teil echt richtig rücksichtslos. Ich habe jetzt neulich mit einer Bekannten mit der Krede, die ist gehbehindert, die kann nicht besonders schnell ausweichen, weil die einfach steifes Knie hat. Die kommt nicht einfach vom Radlweg runter, weil sie zufällig da gerade draufsteht. Und die sagt halt, momentan ist jetzt wieder die Saison, wo sie immer Angst haben muss, dass sie überfahren wird und wo sie immer nur mit Stock irgendwie unterwegs sein kann. In München, also in München ist das Ganze ein bisschen anders. Da hat sich das einfach aus Spaß an der Freude so ergeben, diese Blade Night. Und die ist eben von Privatleuten auch organisiert, die das halt irgendwie, die haben irgendwann mal angefragt bei der Stadt, wie das ist so. Und die Stadt ist da sehr aufgeschlossen auch in München für Nicht-Autofahrer. Und die haben dann gesagt, ja, und dann ist es immer größer geworden. Also es ist ziemlich gewachsen. Das ist ja in Wien jetzt eher nicht so. Da ist noch Luft nach oben, ja? Ich habe noch etwas ganz vergessen zu erzählen. Ich war am Vegan Money. Ah, schön, das war da recht letztes Jahr. Das ist das vor dem Museumsquartier? Vor dem Museumsquartier, ja. Ich glaube, letztes Jahr waren wir sogar im Podcast darüber geredet. Wie war es denn dieses Jahr? War nett. Ich war beim Franz Kratzer beim FSFE-Infostand und habe versucht, Leute für freie Software zu bekehren. Die vegane Software sozusagen? Ja, wir haben gesagt, fleischlose Software. Open Source ist das neue, immer vegan. Ich finde diesen Vergleich nicht schön. Ja, es war eine sehr, sehr nette Veranstaltung. Eigentlich überschaubar, weil es nur die halbe Breite vom Museumsquartier ist, aber dafür in 2 Reihen die standeln. Also man kann wie beim Naschmarkt einmal auf der einen Seite hingehen, auf der anderen zurück, waren so Heurigenbanke. Und ich habe dann mit einer Standlerin geredet und die hat gesagt, also ihr ist aufgefallen, dass viele Leute nicht einfach nur kommen und was kurz essen und wieder weg sind, sondern dass die wirklich 2 Tage voll da sind und dass auch irgendwie so Challenges gibt, dass Leute versuchen wirklich von jedem Standl zu essen. Da brauchst du halt auch mehrere Tage. Kann ich mir gut vorstellen, dass man reichhaltig. Ich nehme an, das Schöne ist für Veganer oder Veganer-Fine, dass du halt sozusagen ein komplettes Volksfestcharakter hast und kannst dich überall durchnaschen, ohne dir Gedanken zu machen zu müssen, ob das jetzt vegan ist, was du auf dem normalen Donaukanal treiben ja halt nicht könntest. Besonders auch die Bandbreite zu sehen, was möglich ist. Hast du was gegessen? Ja, ein Somao, so ein indisches Teigtaschen, war aber beim Veganlauf besser. Ich bin ja schon feinschmutzig. Ich kenne mich schon aus. Ansonsten, es gab auch sehr viel so Standeln, die jetzt für das vegane Publikum Accessoires verkauft haben, wie Handtaschen oder Schuhe oder Reisen, Kreuzfahrtreisen. Kreuzfahrtreisen klingt klingt eigen, ja. Also, ich nehme an, weil das halt eher doch, wie soll man sagen, Leute... Noch eine Kreuzfahrt zur veganen Leberpastete? Dürftig! Also da steht halt so auch ein kleiner Wirtschaftszweig von Unternehmern, die sich jetzt darauf spezialisieren, das vegane Publikum zu Dienstleistungen und Sachen zu beliefern. Ja. Ich meine, ihr wart mit FSLE auch dort. Also, ja.
Ich kann jetzt nicht sagen, dass die Synergie sehr groß war, aber die ist auf den normalen FSFE-Standeln bei der Marie-Hilfer-Straße auch sehr gering. Also das ist, war wahrscheinlich sogar ein bisschen größer als sonst. Okay. Ja. Also, war, also ich muss sagen, sehr, sehr nett auch für Nicht-Veganer. Ja, cool. Apropos vegan, ich habe gestern wieder was dazugelernt. Der, der Thomas von der Twitter, Gabel ein bisschen Sprechkastel, hat irgendwie auf Twitter gefragt, wieso man jetzt auf einen Fruchtsaft eigentlich vegan draufschreiben muss. Und ich kenne eine, ich habe eine Followerin, die ist Veganerin und die ist eine von den völlig unaufdringlichen. Also die ist in Deutschland, gibt es so zwei Lager, die einen, die definieren sich drüber und die anderen leben einfach vegan. Und das die ist eine von denen, die so vegan lebt. Und ich hatte die dann eben gefragt und dann hat sie gemeint, ja, und zwar viele Fruchtsäfte werden mit Gelatine geklärt. Okay, dann erklärt sie es. Deswegen muss man es tatsächlich, also wer das nicht macht, schreibt es dann drauf, weil das ist gar nicht so oft. Muss ich nicht. Ja. Auch aufgeschlüsselt, ja. Genau. Das ist für mich interessant. Ja. Moment, was wird mit der Gelatine geklärt? Nee, damit es hübscher ausschaut. Also da werden halt so Stoffe rausgefiltert, geklärt. Also, das geht schon mal mit Gelatine am kostengünstigsten. Ja, okay. Ja, wüsste ich auch nicht. Das ist eine interessante Info. Ja, ja, fand ich auch interessant. Das Bier ist leer, die Köpfe auch. Ja, ich weiß nicht, da brennt noch jemanden was mit den Fingernägeln und sonst können wir ja. Könnte uns auch der Gregor noch was erzählen von seiner Themenliste, die er immer aufschwimmt. Ja, ich glaube, der will aber einen Podcast. Den hat er noch nicht gesehen. Okay. Nein, nein, also ich bin auch schon am Themen befreit. Ja. Nein, richtig. Du hast lauter Themen, wo wir eigentlich den Harvey brauchen, damit ihr Diskussionen. Ja, richtig. Hört, und das M, das muss ich noch erst sehen. Und nächste Woche. Ich bin überhaupt ein bisschen themenleer. Die ganzen Themen, die ich aufgeschrieben habe, liegen schon ein bisschen weit zurück. Die müsste ich ein bisschen auffrischen. Außerdem zurzeit kommen keine neuen zu, weil ich die ganze Zeit nur Deep Space Nine schaue. Und aber ich bin jetzt schon 1,5 Staffeln vor Ende. Ich habe es bald geschafft. Bald werde ich wieder was erleben in meinem Leben. Gleich bald kommt der Krieg, der große. Es ist schon, kommt schon, alles ist schon ganz schrecklich. Ja, aber ja. Das heißt, nächste Woche wieder Dienstag? Würde ich schon sagen, ja. Und höchstwahrscheinlich im alten AKH. Ja, jetzt schaffen wir es schon mal. Also wenn nicht voll Regenguss ist, dann machen wir es nächste Woche mal. Gut, dann würde ich sagen, sofern nicht anders angegeben, nächstes Mal Treffpunkt altes AKH in Hof 2. Mhm. Sie finden uns vor dem Hörsaalzentrum. Bitte vorher beim Billa oder irgendwo anders mit Getränken versorgen. Das ist kein nix, wenn man irgendwie Getränke kauft. Also das ist kein Lokal oder so. Es gibt auch Lokale auch, da gehen wir mal nach. Ich weiß, da gibt es welche, ja. Aber wir gehen meistens vorm Podcasten klugerweise in ein Lebensmittelgeschäft und decken uns dort mit Dosenbier oder Flaschenbier. Oh, okay. Und der Billa hat bis 20 Uhr offen. Das ist sehr praktisch. Ich weiß da jetzt gerade nicht, wo der Billa ist. Der Hof, der ist im Hof 1. Ah, okay. Und der Hof 2 ist der erste Hof hinter dem großen, wo der Weihnachtsmarkt stattfindet. Genau. Also nicht in dem großen, sondern im nächsten. Wenn man beim Billa steht, durch das Türl in den nächsten Hof. Ja. Ich kenne nur den Weihnachtsmarkt, aber da habe ich keinen Billa gesehen, aber da war halt Weihnachtsmarkt. Der ist auch dort hinter. Ja, du siehst den erkennbaren Bilder-Schild. Na dann, bis nächste Woche. Bis nächste Woche, wenn Sie dabei sein wollen, herzlich eingeladen, Altes AKH, 19:30 Uhr, nächsten Dienstag. Hallo, Leute. Tschüss. Viel Spaß. Tschüss.